Ich freue mich sehr, euch und euch hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Auf Initiative des Wagenbach Verlags treffen wir uns jetzt hier, um dieses Buch vorzustellen und darüber zu reden, was die Konsultative ist und will. Ein Büchertisch des Wagenbach Verlags steht auch draußen, haben Sie schon gesehen beim Reinkommen, vermute ich. Und ich darf unsere Gäste vorstellen, sofern ich das muss. Patricia Nanz, zu meiner Linken, Politikwissenschaftlerin und ausgewiesen in vielfältigen Beteiligungsfachthemen. An der Uni in Bremen hat sie bereits das Forschungsprojekt Partizipation und Legitimation in internationalen Organisationen im Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel geleitet und ist seit einigen Jahren am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen Leiterin des dortigen Forschungsbereichs Partizipationskultur. Den hast du auch aufgebaut, nehme ich an, oder? Den gab es bis dahin noch nicht. Sie hat auch noch eine Reihe anderer innovativer Formate an den Start gebracht, wie zum Beispiel das European Institute for Public Participation und das Wiki Participedia.net, dringend zu empfehlen, gehen Sie da alle mal hin, eine Datenbank für demokratische Innovationen in Europa und auch weltweit. Und diese Reihe hier hat sie auch wieder neu an den Start gebracht, die Reihe Politik bei Wagenbach, wird von ihr mit herausgegeben. Sie ist in vielfältiger Hinsicht politikberatend unterwegs, zurzeit unter anderem als Expertin bei der Bundestagsenquete, die sich um Regelungen für die Endlagersuche bemüht. Und sie rückt uns auch räumlich etwas näher, denn ab April ist sie, herzlichen Glückwunsch, Direktorin am IASS in Potsdam, Institut for Advanced Sustainability Studies. Ich freue mich schon drauf, dass der Weg dann kürzer sein wird und wir dann uns dies und jenes weiter gemeinsam ausdenken können. Wir hatten hier ja auch schon gelegentlich zusammen das Vergnügen. Klaus Leggewin muss ich wahrscheinlich auch nicht richtig wirklich vorstellen, tue ich aber trotzdem mit Vergnügen. Hat mir nämlich nochmal Spaß gemacht, so ein bisschen rumzugoogeln. Heute Vormittag Politikwissenschaftler mit dem Lehrstuhl in Gießen, hat dort auch das eine und andere an den Start gebracht. Seit 07 Direktor am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Wissenschaftskolleg Nordrhein-Westfalens gewissermaßen, steht bei Wikipedia. Das ist sicher richtig so. Er ist auch verschiedentlich in der Politikberatung unterwegs, zum Beispiel als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und uns allen bekannt als einer der nicht zu vielen öffentlichen Intellektuellen, die wir hierzulande haben, mit vielen unterschiedlichen Themen in den letzten Jahren präsent gewesen, mit klarer Kante zu einer Vielzahl anstehender Themen, Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik und im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Ich habe noch mal geblättert im Multikulti-Buch, das war 1990 und passt in diese Zeiten brandaktuell. Besonders gut gefallen hat mir da noch mal die Einsicht, seit die Weltgesellschaft Wirklichkeit ist, häufen sich ethnische Spannung und religiöser Furor. Also die offenen Grenzen und die multikulturelle Gesellschaft ist nicht die Gesellschaft des ewigen Friedens und des harmlosen Zusammenlebens. Da gibt es noch mehr Spannendes dazu zu sagen. Und im Vorfeld dieses Themas zur Bürgerbeteiligung auch das Buch Mut statt Wut, Aufbruch in eine neue Demokratie, passenderweise in der Körperstiftung veröffentlicht. Ich freue mich sehr und ich bin hier im Haus mehrfach darauf angesprochen worden, dass wir jetzt diese Veranstaltung nur gerade 2 Tage nach den Landtagswahlen machen. Und deshalb würde ich mit dieser Frage gerne einsteigen, die sich darauf richtet, wie ist das eigentlich mit der Diskussion über mehr Demokratie durch Bürgerbeteiligung, euer Untertitel des Buches. Dazu haben wir in der Stiftung ja auch schon vieles gemacht, auch einige aus dem Publikum sehr aktiv unterwegs.
Die spannende Frage ist ja schon, wir haben jetzt alle so einen zeitdiagnostischen Bedarf und den würde ich jetzt gerne hier mal mit in die Runde werfen. Haben wir die Resonanz der rechtspopulistischen Wutbürger unterschätzt, der Leute, die daherkommen als besorgte Bürger und so weiter? Die Bundeszentrale für politische Bildung hat da gerade zu einer Diskussion eingeladen unter der Frage, ist das die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft? Die Frage ist, sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo das Bürgerbeteiligungsthema sich der Frage stellen muss, ob wir zu naiv umgehen mit der Thematik? Das würde ich euch gern zuerst mal fragen. Ja, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Die Alternative zur Alternative muss natürlich jetzt umso dringender gedacht werden. Wenn es da also eine parlamentarische Bewegung, die sich bisher wesentlich außerparlamentarisch als Wutbürger betätigt haben, gibt, die in einzelnen Landstrichen dieser Republik bis ein Viertel der Wähler für sich mobilisieren kann, auch von Leuten, die bisher nicht gegangen sind, dann behaupten die ja, sie würden der politischen Beteiligung einen guten Dienst getan haben. Das ist ja jetzt das Argument von der Vorsitzenden, wie auch von Herrn Poggenburg gewesen. Wir stärken die Demokratie, weil wir Leute an den Start bringen, die sich bisher nicht beteiligt haben. Ich würde immer solche Titel wie schmutzige Seite vermeiden, weil ich kann mich noch gut erinnern, als unser eins als Ratten und Schmeißfliegen bezeichnet wurde. Also ich würde das nicht als die schmutzige Seite bezeichnen, sondern es gibt in der Tat ein Beteiligungsmanko, dass hier in einer, wie ich dann kritisch anmerken möchte, völlig falsche Richtung mobilisiert worden ist. Das heißt, es sind Leute, die sehr punktuell, zum Beispiel bei Pegida, bei Demonstrationen, sich politisch aktivieren und hier, ja, das muss man sich jetzt klar machen, was das eigentlich einen Hintergrund hat, die hier ganz klar mit dem Widerstandsparadigma argumentieren, Artikel 20.4 des Grundgesetzes. Der jetzt häufiger mal in der Presse anzutreffende Götz Kubitschek, der in Schnellroda im südlichen Sachsen-Anhalt, wo die Welt mittlerweile blau ist, ich glaube, die haben 20 Direktmandate dort gewonnen, aktiv ist, der argumentiert mit dem Widerstand, Artikel 20.4, das heißt, diese illegitime, illegale Regierung, die es da gibt, die muss jetzt weg mit dem Widerstandsargument. Das ist natürlich verfassungs- und staatstheoretisch völliger Blödsinn, aber das ist die Situation, in der wir sind. Und in der Situation ist es jetzt eigentlich gut, dass wir heute Abend über die reden. Wir sollten jetzt über die Alternative reden. Das heißt, die Alternative muss eben hier sitzen und nicht dort. Das bedeutet aber, dass man sich Gedanken machen muss, wie man in einer Situation, in der die Bürgergesellschaft und überhaupt die demokratische Gesellschaft eingezwängt ist zwischen zwei wahren Mühlsteinen. Der eine ist die Alternativlosigkeit der Politik. Die Dinge müssen gemacht werden, weil sie gemacht werden müssen. Finanzmarktkrise und so weiter, die nicht mehr erklärt wird, wir müssen die Flüchtlinge aufnehmen, weil wir die Flüchtlinge aufnehmen müssen. Ja, es wird also sozusagen nicht mehr argumentiert, warum und mit welchem Ziel und wo geht's hin, sondern es werden Sachzwänge aufgestellt. Das ist das eine, was Populisten stark macht. Und das andere ist eben diese identitäre Versuchung. Also zum Volk gehören eigentlich nur die, die als Deutsche geboren sind. Das ist ja ganz klar hinter dieser neuen Ausrichtung der Konservativen, entlang von Paradigmen der neuen Rechten aus der konservativen Revolution, das Thema. Also hier muss sozusagen auch das Volk in einer anderen Weise aktiv werden, als eben mit Parolen, wir sind das Volk oder Widerstand, Widerstand. Und was wir versuchen in dem Buch, und wir sind jetzt wirklich nicht so überrascht von rechtspopulistischen Strömungen, wenn man in Europa sich seit 15, 20 Jahren umsieht, ist es ja nun wirklich kein neues Thema. Es ist jetzt vielleicht, hier eine französische Freundin von mir, Pascal Hueck, hat geschrieben, Welcome to the Club. Also Front National kennen wir schon etwas länger und dergleichen mehr. Wenn man das hat, dann muss man jetzt natürlich eine andere Geschichte erzählen. Wir erzählen mit Pegida seit mehreren Monaten die Geschichte vom Untergang des Abendlandes, vom Niedergang Deutschlands, vom Ende Europas und dergleichen mehr. Und wir setzen nicht wirklich eine andere Geschichte und eine andere politische Praxis dagegen. Und das müsste natürlich insbesondere, da wir hier in einem grünen Ambiente sind, mal die Aufgabe dieser dann nicht schmutzig, sich nicht für schmutzig haltenden Seite der Bürgergesellschaft werden, dass wir jetzt, und wie man in Köln so schön sagt, den Arsch hochkriegen und die Zähne auseinander. Und dieses Buch ist ein ganz bescheidener Versuch dafür, so etwas, nicht etwa, noch nicht mal eine Blaupause, noch nicht mal eine Roadmap, aber ein paar Vorschläge zu machen, die sehr
praxisorientiert sind. Also das ist ein Buch, in dem es auch um generell um politische Partizipation geht, was aber jetzt nicht ein Theoriebuch sein soll, sondern es ist eines, was gewissermaßen eine Handreichung für Bürgerinnen und Bürger ist, die sich aktiv beteiligen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein und wollte noch ergänzen, dass die Frage ja berechtigt war, ob Bürgerbeteiligung vielleicht naiv gewesen ist und ob jetzt der Rechtspopulismus uns nicht zeigt, dass eben Bürgerbeteiligung zu vielleicht geringen Themen oder zu kleinen Themen nur bis jetzt zustande gekommen ist. Und in der Tat ist der Versuch, Konsultative eben auch Selbstverständigungsräume, öffentliche Räume zu schaffen, wo es auch wirklich zur Sache geht und wo es auch wirklich um hochgradig politisierte Themen geht und auch um Zukunftsfragen und nicht nur um die Umgehungsstraße weiter links oder weiter rechts. Ja, das Zauberwort war, Rechtspopulismus ist kein Schicksal. Das fand ich schon eine starke Kante und eine beruhigende Ansage, die uns hier durchaus weiterhelfen kann. Steigen wir doch mal ins Thema ein. Wir bleiben jetzt noch einen kleinen Moment hier oben und gehen davon aus, dass Sie alle das Buch noch nicht gelesen haben, denn es ist druckfrisch am Markt. Und deshalb lassen wir uns jetzt noch einige Aspekte von euch erklären und erzählen. Der Zukunftsrat, das ist noch mal ein bisschen was anderes als das, was im Vorarlberg schon Praxis ist. Interessanterweise ist es nichts von dem, was wir in dem, was wir hier in Bürgerbeteiligungsformaten diskutieren, schon kennen. Es ist allerdings auch kein Expertengremium. Es ist nicht das Modell ökologischer Rat. Auch dieses Modell war ja schon auf dem Tisch. Es ist nicht das Modell Schweiz. Es ist auch nicht das Modell Beteiligungssatzung eines Rates allein, sondern? Also der Zukunftsrat ist die Idee, dass eben jenseits von Formaten, die es ja schon gibt und Verfahren, die es ja schon gibt, die sehr punktuell eingesetzt werden, eben ein Gremium von Bürgerinnen und Bürgern entsteht, ca. 15 bis 20 auf der lokalen Ebene oder auf Stadtteilebene. Das kann man sich hochdeklinieren von Landebene bis zur Bundesebene bis zu Europa, dann sind es ein bisschen mehr, die per Zufallsauswahl ausgewählt werden, damit eine Mischung zustande kommt und sozusagen diese Gruppe in etwa die Wahlbevölkerung abbildet, die über 2 Jahre sich in gewissen Abständen trifft und zu langfristigen Fragen Empfehlungen beziehungsweise Lösungsansätze vorbereitet und die wiederum verbindlich den jeweiligen legislativen Gremien überreicht und auch in öffentlichen Sitzungen mit der Öffentlichkeit sozusagen diskutiert. Das heißt, es geht darum, eine Zukunftsausrichtung in die Politik zu bringen und auch Themen wieder zu politisieren, wie wir eigentlich in der Zukunft leben wollen und zusammenleben wollen, die im Augenblick im Präsentismus der Politik zu wenig diskutiert wird. Und es ist aber auch die Idee einer Institutionalisierung, das heißt einer Verbindlichkeit, die dann reinkommt, weil bis jetzt eben die Bürgerbeteiligung daran krankt, dass oft Empfehlungen erstellt werden und es aber überhaupt keine Verkopplung gibt mit den Entscheidern und das oft ins Leere läuft und sozusagen überhaupt kein Feedback und keine Wirkung zeitigt. Der Klaus Selle, der sich auch da mit dem Thema beschäftigt hat, redet von Participatainment. Also es werden viele partizipative Verfahren gemacht, um die Leute sozusagen zu unterhalten. Im übertragenen Sinne, um ihnen sozusagen die Möglichkeit zu geben, mal mitzureden. Und dann sagt man am Schluss eines solchen Verfahrens häufig, schön, dass wir geredet haben, und dann verschwindet das eben in den Schubladen oder in sonstigen Ablagen. Da ist ja nun gewissermaßen die Geduld einer Bürgergesellschaft, es dabei bewenden zu lassen, die ist dann eben gesunken. Es sei denn, man lässt es bei solchen AfD-Formaten, wo man halt Dampf ablässt und mal die Sau rauslassen kann, verbal, ja, oder auch mehr als verbal, damit ist es eben nicht getan. Das heißt, es muss eine Verbindung geschaffen werden zwischen den Gewalten, deswegen der seltsame Titel, Konsultative. Das ist von uns so gedacht im Sinne der klassischen Gewaltenteilung. Sie erinnern sich alle an Ihren Sozial-Gemeinschaftspolitikunterricht. Mit den 3 Gewalten, damit fängt das immer an. Wir fangen damit auch in Seminaren an der Uni hin und wieder nochmal an. Also es gibt eben die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die Judikative, die das sozusagen juristisch kontrolliert. Und worüber wir nachdenken, ist eben jetzt nicht eine neue Gewalt zu erfinden oder aufzubauen, sondern das, was sich seit den 60er Jahren, seit der sogenannten Beteiligungsrevolution, die Leute wie Ronald Engelhardt und andere weltweit festgestellt haben, also das Bedürfnis, auch außerhalb von Wahlen, außerhalb von Parteizugehörigkeit politisch zu partizipieren, wie es dann immer heißt, unkonventionell. Diese Form ist heute eigentlich die konventionelle geworden.
diese Form der Beteiligung sozusagen zu einem Strang moderner Demokratie zusammenzufassen, den wir Konsultative nennen. Und damit ist auch gleich klar, was wir nicht meinen. Damit ist nicht gemeint, ohne dass wir was dagegen hätten, direkte Demokratie, also Volksentscheide, das, was wir sagen, die Konsultation, die intensive Konsultation und Beratung der Bürgergesellschaft kann etwas sein, was dann zu Volksentscheiden führt, was gewissermaßen uns qualifiziert, überhaupt Volksentscheide durchzuführen, nicht nach dem ungarischen oder Schweizer Motto in den letzten Jahren, also möglichst knallharte Fragestellung. Also Orban hat sein Volk gefragt, ob sie die EU gut finden oder nicht. Tolle Frage. Also das sind so die Arten, wie man direkte Demokratie in plebiszitäre Demokratie rückverwandelt, und das steht ja auch im Wahlprogramm der AfD. Plebiszitäre Demokratie ist ja genau das, was die wollen. Diese Sorte von Tyrannei der Mehrheit, wie sie glauben. Damit hat es nichts zu tun, noch ganz kurz. Und es ist auch keine Alternative, keine neue APO oder sonst irgendwas im Verhältnis zu den Institutionen der repräsentativen Demokratie. Wir haben gar nichts dagegen. Wir sehen halt nur, dass sie nicht mehr gut funktioniert. Wir sehen halt, wo ihre Defizite, wo ihre Lücken, wo ihr Nachholbedarf ist. Und wir wollen das gewissermaßen unterfüttern. Das ganze Buch ist von einem unglaublich idealistischen Antrieb. Dass erstens wir daran glauben, dass die Demokratie noch funktionieren kann. Also wir sind keine überzeugten Postdemokraten und sagen, ist sowieso alles vorbei. Also lass uns noch so ein bisschen mit Slavoj Žižek oder Alain Badiou, lass uns noch ein bisschen feiern. Ja, so, und dann war die Party vorbei und dann weiß ich nicht, in was wir dann gehen. Entweder die Liquid Democracy oder gleich die Autokratie. Nein. Wir sind der Auffassung, dass diese Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen außer allen anderen ist. Ja, das ist ein alter Spruch von Churchill. Das heißt, wir sind eigentlich dafür, dass Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gemeinderäte, Oberbürgermeister, politisches Personal, Leute, die noch nie was gemacht haben, junge Leute, alte Leute, dass die jetzt die Zeichen der Zeit erkennen und sich zusammensetzen und sagen, okay, dann machen wir doch jetzt mal was. Und hier ist sozusagen so ein Versuch, eine Blaupause zu bringen. Aber wenn ich nochmal nachfragen nach diesem Repo, wie geht es mit der Politisierung? Also der Beratungsprozess muss dringend repolitisiert werden und den demokratischen Souverän maßgeblich beteiligen. Das ist ja eine ganz wichtige Komponente dabei. Der Gedanke, dass liberale Demokratien heute auch deshalb etwas lahmen, weil sie, du hast es ja am Anfang gesagt, weil es diese Sachzwanglogiken gibt und diese Expertokratie und so weiter. Also die Idee ist schon, den politischen Streit gewissermaßen zurückzugeben in ein Gremium. Genau, in ein Gremium, weil wir davon ausgehen, dass eben Partizipation auch ein Modus ist, eine Haltung. Es geht nicht darum zu sagen, Verfahren XY ist besser als Z, sondern darum, dass es eine Haltung ist, die eben, wenn es gut gemacht ist, Menschen in die Situation bringt, gemeinsam Lösungen zu suchen. Und das wird auch schon längst getan und manchmal besser, manchmal schlechter, meistens leider schlecht. Aber es gibt durchaus in Vorarlberg beispielsweise schon seit 10 Jahren gute Beispiele, wie es gut gelingen kann, den Bürgerverstand einzubringen. Und wenn wir große Herausforderungen meistern wollen in der Zukunft, dann brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Das können wir nicht den Expertokraten oder den Experten überlassen. Das heißt, dahinter steht auch die Idee, dass man eben in einer gewissen Art des Miteinanders und der Eigenverantwortung besser Probleme lösen kann und Zukunftsvorstellungen sozusagen realisieren kann. Das ist nicht nur eine Frage von Formaten, wie es oft gesagt wird, es ist auch nicht nur eine Frage der Versachlichung, sondern es geht auch durchaus darum, eben auch verschiedene Wertevorstellungen durchaus artikulieren zu können und auch in Konflikte geraten zu können und die auch auszutragen. Ich kann das vielleicht an dem Beispiel dieses erwähnten wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderung, das mit dem langen Titel, mal veranschaulichen. Der ist 1994 ist der ins Leben gerufen worden. Das heißt, er ist jetzt über 20 Jahre alt. Und wenn man sich die Geschichte dieses Expertengremiums ansieht, dann waren das im Wesentlichen Naturwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, die die Regierung beraten haben. Also es kam damals die Vermutung auf, dass es gefährlichen Klimawandel geben könnte. Die hat sich mittlerweile erhärtet. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen jetzt Experten, die zum Beispiel Modellrechnungen machen, die Kosten von so etwas berechnen. Und wenn man sich die Geschichte des wissenschaftlichen Beirats anguckt, dann hat die sich vollständig verändert. Das heißt, es ist heute ein Rat, der mehr die Gesellschaft als die Politik berät. Also wir hängen immer noch an den Ministerien und wollen die beraten, das Umwelt- und das Wissenschaftsministerium. Und das passiert auch nach wie vor. Auch im Kanzleramt gibt es Leute, die interessiert auf die Ergebnisse gucken und sie
siehe da, die sogenannte 2-Grad-Grenze, damit ist eine Leitplanke von 2 Grad der Erderwärmung gemeint, ist mittlerweile weltpolitisches Programm. Das hat die G7 im letzten Sommer beschlossen und die COP21 in Paris. Das ist nach wie vor da. Da ist die Expertise, die dazu führt, und das ist ja sensationell, dass man an den Horizont unserer Gesellschaften ein Stoppschild stellt und sagt, weiter geht's nicht. Wir haben planetare Grenzen. Ich glaube, das kann man hier in der Stiftung mal gut sagen. Also die Politik muss sich so etwas dann auch anpassen. Nicht unterordnen, anpassen. Sie muss damit klarkommen. Aber gleichzeitig ist dieser WBGU ein Rat geworden, der sich massiv an die Öffentlichkeit wendet. Die Berichte, die wir machen, speziell die Zusammenfassung, die werden massiv runtergeladen und die spielen in der gesellschaftlichen Debatte eine Rolle. Und da kommt jetzt genau der Punkt. Wenn wir aus dem 2-Grad ein gesellschaftliches Projekt machen wollen, also nicht irgendetwas vermeiden, Emissionen reduzieren, sondern eine Gesellschaft bauen wollen, die dem entspricht, dass man bei 2 Grad bleiben kann, dann geht das nicht ohne die Co-Expertise, die Co-Kreativität dieser Gesellschaft. Das geht schon nicht, indem man sich überlegt, ob man hier mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn oder zu Fuß geht oder ob man doch das Auto nimmt. Das geht bis in solche Kleinigkeiten rein. Und da glauben wir, deswegen unsere Ausrichtung auf die Zukunft, dass solche Zukunftsräte, die Materie eines globalen Wandels auf eine Kommune, auf einen Stadtteil, auf eine Region runterrechnen, dass da genau der Platz ist für diese Art von Beratung und Konsultation. Das mit dem Klimawandel war jetzt auch schon das Stichwort im Hinblick auf die Generationen. Also das, was ihr hier vorschlagt, hat eine sehr innovative Komponente im Hinblick auf eine Politik des leeren Stuhls für kommende Generationen gewissermaßen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das ist ja einer der Unterschiede zu Konsultativverfahren, wie wir sie heutzutage in vielen Städten als Beteiligungssatzungen und so weiter kennen. Das ist ein wichtiger Gedanke und vielleicht kannst du das erklären und in dem Zusammenhang was dazu sagen, wie solche Gremien besetzt werden. Ja, viele Entscheidungen, die wir heute treffen, haben massive Folgen für die nachkommenden Generationen, die aber wiederum keine Stimme heute haben. Und die Frage ist, wie kann man sie einbinden? Dazu gibt es ganz wenige Vorschläge, schon gar nicht institutionelle Vorschläge. Deswegen haben wir uns überlegt, dass in den Zukunftsräten zunächst mal die Altersgrenze herabzusetzen auf 14 Jahre, weil da die erste Politisierung stattfindet. Das reicht aber noch nicht, weil wir müssen uns trotzdem überlegen, dass man ja auch die Anliegen der zukünftigen Generationen sich vorstellen sollte. Und es gibt verschiedene Ideen, die der leeren Stühle zum Beispiel, das kommt aus der Systemaufstellung, wobei da eben auch die unter Umständen auch die Gefahr der Projektion eine Rolle spielen könnte. Aber man könnte durchaus auch mit Vorstellungen aus dem Theater arbeiten, das als ob, also dass sozusagen jüngere Menschen für die zukünftigen Generationen stehen. Es gibt verschiedene Vorstellungen, daran zu arbeiten, aber nur experimentell bisher. Das werden wir auch tun in einem Workshop zum Thema Endlager in ein paar Monaten, wo wir genau das ausprobieren, wie das funktionieren kann. Aber wichtig ist uns eben überhaupt die Vorstellung auch präsent zu machen, dass wir hier Entscheidungen treffen, die auf lange Zeit Generationen tragen müssen. Und die Frage eben, wie wir damit verantwortungsvoll umgehen und nicht auf deren Rücken heute leben. Zusammensetzung war noch gefragt. Das ist eine spannende Frage. Heißt, man muss versuchen, man hat sozusagen das Modell der Räterepublik, jetzt meine ich nicht die von 1918-19, sondern die unter Gerhard Schröder, die eben sagt, wir müssen möglichst viel Harz und sonst was Expertise an uns, an die Politik heranziehen, die dann die vernünftigen Programme macht. Es gibt kaum jemanden, der heute sagt, ich meine, es gibt schon welche, aber es gibt ja den Konsens, dass diese Reform von die Arbeitsmarktreform von Gerhard Schröder eine tolle Sache war. Die haben ja sozusagen ein paar Leute sich ausgedacht. Und die wurde ja weder vermittelt dem eigenen Parteivolk, noch wurde sie sozusagen erklärt dem Wahlvolk, sondern sie war das, was da zu tun ist. Und das war genau diese Sorte von Räterepublik, die eben Experten in ein Gremium bringt. Auch viele ökologische Räte sind genauso besetzt. Hier zum Beispiel die Endlager, der Ausstieg aus der Atomenergie ist so gemacht worden und so weiter. Also da sagt man, die wissen schon, wie das gemacht wird und dann im altdeutschen korporatistischen Stil tut man da noch einen Bischof dazu und noch einen Gewerkschaftsmenschen und dann ist das irgendwie, da ist sozusagen der gesellschaftliche Konsens irgendwie abgebildet.
wir wissen, dass das nicht hinreichend ist. Und weil es natürlich insbesondere unsere nicht über Verbände und Mitgliedschaft definierten Interessen oder Betroffenheiten oder wie auch immer man es definiert, ja nicht einbezieht, systematisch draußen lässt. Die andere Idee sind die Stakeholder, das heißt, du hast einen Interessenkonflikt und in diesem Interessenkonflikt tust du möglichst, siehe Stuttgart 21, alle beteiligten Parteien dann zusammen und dann gucken die sich eine Lösung aus. Ja, das ist dann im Wesentlichen eine Kompromisslösung, die gewissermaßen die virulenten Interessenkonflikte dann stillstellt und sagt, okay, dann haben wir jetzt einen Kompromiss gefunden. Unser Vorschlag für den Zukunftsrat geht da sehr viel weiter. Er hat sozusagen das Prinzip der Randomisierung, also das heißt Zufallsauswahl. Er sagt, dass man in einer Bevölkerung einer Stadt, eines Stadtteils und so weiter genügend Leute statistisch ausmachen kann, die einen halbwegs oder annähernd repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung erlauben. Dann werden die Leute angeschrieben, ob sie mitmachen wollen im Zukunftsrat. Und wenn sie mitmachen wollen, schaut man, dass sie möglichst breit dann auch beteiligt sind. Dass also nicht die üblichen Verdächtigen, das sind so Leute wie ich, Silver Ager, die viel Zeit haben oder Bildungsniveau und dergleichen mehr, sind auch mehr Männer als Frauen und dergleichen mehr. Also Leute, die Zeit haben, Leute, die eine gewisse, dass nur die teilnehmen, sondern besetzt sozusagen nach. Das kann man auch tun, wenn man bei den Fragen, möchten Sie gern mitmachen, zu viele aus dieser Gruppe bekommt, besetzt man dann nach. Also jüngere Menschen, man versucht eine Gender-Balance zu erreichen, möglichst 50-50, man versucht Leute mit dem berühmten Migrationshintergrund zu kriegen und dergleichen. Und dann kommt natürlich, wenn diese Zusammensetzung gelingt, und wir wissen nicht, ob sie gelingt, das ist genau das, was jetzt in dem Experiment in Frage steht. Ja? Und wir fordern alle Oberbürgermeister, Bezirksbürgermeister auf, solche Dinge jetzt zu machen, solche Dinge jetzt wirklich ans Laufen zu bringen. Wenn dann ein solcher Zukunftsrat etabliert ist, dann ist die nächste Frage, ja, aber in diesem Zukunftsrat reden doch sowieso wieder nur die Silver Ager und die Gebildeten und ihre Einkommensschalen. Und dann ist das sehr stark abhängig davon, wie solche Prozesse organisiert werden. Genau, wir haben auch sowas schon praktisch umgesetzt, also beispielsweise im Projekt Demoenergie, wo es zwar jetzt nicht um ganz große Zukunftsfragen ging, sondern um einen Trassenverlauf am Ostbayernring, wo wir genau das gemacht haben. Wir haben eine kleine Gruppe von Bürgern zufällig ausgewählt, dann aber sozusagen nachrekrutiert nach Alter, Bildungsgrad und regionaler Herkunft. Und die haben gemeinsam mit Umweltplanern und auch den Behörden, sind sie zu Trassenverläufen gekommen, die die Umweltplaner selber gar nicht im Blick hatten. Das heißt, es geht viel weiter als nur um Konsultationen, es war wirklich Co-Kreation letztlich. Und diese Ergebnisse sind jetzt auch im Raumordnungsverfahren, so heißt dieses schreckliche Wort, für die formalen Verfahren in der Behörde. Das heißt, es geht wirklich um die Expertise von Bürgern über ihr lokales Wissen ebenbürtig ist den Umweltplanern und sie gemeinsam zu Ergebnissen kommen, die besser sind, als sie vorher sozusagen in der Vorstellung der Umweltplaner allein gewesen wären. Das ist ein Beispiel, wo es wirklich auch funktioniert hat. Aber das ist anders als die Planungszelle, was ihr bei Demo Energie gemacht habt? Funktioniert das anders? Es geht gar nicht um Formate, Anne. Das war wirklich, man muss sich vorstellen, es geht darum, dass man ad hoc in dem Fall für eine Situation eine Konzeption eines Verfahrens gemacht hat. Das kann man gar nicht auf ein einzelnes Format zurückführen, sondern es sind verschiedene Formate, die eingeflossen sind. Und in Vollberg ist es ähnlich. Da macht man schon seit 10 Jahren Bürgerräten mit Zufallsauswahl und die kommen einfach zu sehr interessanten und auch spannenden Ergebnissen für die Stadt oder selbst das Bundesland. Heute Morgen ist das Buch ja von Norbert Lammert vorgestellt worden. Da hatten wir immerhin eine der ranghöchsten Personen der Bundesrepublik Deutschland, das Parlament repräsentieren. Und er hat gesagt, im Grunde genommen eine gute Idee, aber leider wird das nichts. Wir holen uns bewusst, auch im Buch werden Sie sehen, sind viele kritische Stimmen sozusagen schon antizipiert. Wir haben unser eher First Draft, unser ersten Entwurf, haben wir an viele Leute gegeben, Sozialwissenschaftler, genauso wie praktizierende Politiker, um zu sagen, guck doch mal rein, sag doch mal die Gegenargumente und haben die teilweise dann aufgegriffen. Das wichtige Gegenargument, was der Präsident des Deutschen Bundestages bringt, ist, dass entweder wir eine mit den Zukunftsräten, mit der Konsultative, eine Institution werden, die dem Parlament Konkurrenz macht. Das mag er überhaupt nicht.
Oder aber wir eine Konsultative schaffen, die dem Parlament keine Konkurrenz macht, dann ist es überflüssig. Das fand ich sehr raffiniert formuliert, wie er das heute Morgen gesagt hat. Ich glaube nicht, dass es um Wettbewerb geht überhaupt. Ich glaube, dass die Logik, die er da zugrunde legt, des Wettbewerbs, des gegenseitig sich austricksen, dass die von vornherein falsch ist. Und wie gesagt, es ist ein hochidealistisches, wie ich auch sage, bewusst naives Buch, was wir gemacht haben, das eben naiv in dem Kantschen Sinne gegen die Verstelltheit, das schreibt er sehr schön in einer seiner Kritiken, was nicht naiv ist, nämlich, dass man sozusagen immer seinen Vorteil ausnutzt und sozusagen sich verstellt, um etwas zu erreichen. Es ist in dem Sinne idealistisch, dass es tatsächlich an ein Kooperationsverhältnis zwischen den Gewalten glaubt und dass es die handhabbar macht und dass es im Grunde genommen immer im Sinne eines demokratischen Experimentalismus, so in der Tradition von John Dewey und anderen und Charles Sable, die eben sagen, ja, die Demokratie ist ja keine festgefügte Ordnung, die ein für alle Mal feststeht, die muss sich ja immer wieder anpassen. Nehmen Sie die Entwicklung der Demokratie nicht seit Athen, aber seit den letzten 150 Jahren, sie hat immer wieder neue Phasen durchlaufen und die musste sich immer wieder dem gesellschaftlichen Wandel, der heute auch sehr stark mit Pluralisierung zu tun hat, ja, musste sich ja immer wieder anpassen. Und jetzt sind wir in einem Zustand, wo tatsächlich über die Wissensrevolution, über die Partizipationsrevolution seit den 60er Jahren so viele Menschen in der Lage sind, tatsächlich Politik zu machen, dass eine Demokratie dem auch entsprechen muss. Das heißt, es ist keine Abordnung mehr an Politik an die anderen nur möglich. Das ist ja der Standard und das soll ja auch so bleiben mit Wahlen und Abstimmung, sondern es gibt jetzt mehr und mehr Leute, die zwischen den Wahlen auch sozusagen ihrerseits weiter partizipieren wollen. Das ist eben ein Instrument, um das zu tun. Das heißt, die Haltung, die im Inneren eines solches Gremiums stattfindet, von der ich vorhin gesprochen habe, sollte natürlich auch im Äußeren stattfinden, nämlich nicht der Konkurrenz, sondern der Kooperation, weil wir nämlich vor sozusagen nicht nur planetarischen, sondern auch anderen Grenzen und Herausforderungen stehen, die gar nicht anders handhabbar sind, als wenn wir uns sozusagen zusammenreißen und in der gesamten Verantwortung gesamtgesellschaftlich Lösungen finden. Aber es gibt ja auch Beispiele, die das belegen, dass es möglich ist. Also wir haben sozusagen diesen Vorschlag gemacht, nicht aus dem heiteren Himmel, sondern es gibt Beispiele, wo das schon stattfindet. Ein Beispiel ist eine Gemeinde zwischen München und Miesbach, die heißt Weyern, wo seit 25 Jahren aufgrund eines Dorferneuerungsprogramms Bürger angefangen haben, Arbeitsgruppen zu bilden zu Fragen der erneuerbaren Energien bis zu zeitgemäßem Altern und Ähnlichem, die auch eigene Budgets haben, die übrigens kleiner sind als die Verwaltung, wenn sie selbst die Aufgaben alleine übernehmen müsste. Und es hat sich ein Zwei-Säulen-Modell entwickelt. Das heißt, es gibt die Gremien der Bürger und es gibt die Gemeinderäte. Und am Anfang haben die Gemeinderäte die wirklich als Konkurrenz empfunden, dachten, sie müssten dann Macht abgeben und sehen aber heute mit der Zeit, dass es Ideengeber sind und dass sich eben diese Institution nicht reproduziert, dass sozusagen die Gefahren, was Herr Lammert gesehen hat, eben nicht stattgefunden hat, dass sie selber voller Vermachtung und Eigeninteressen sind. Und das zeigt auch, dass es Möglichkeiten gibt, anders Politik zu machen. Also dass es nicht aus dem heiteren Himmel gegriffen ist, auch wenn es im kantischen Sinne naiv ist. Jetzt reden wir über Konsultation und Beteiligung und sitzen hier so ein bisschen erhoben, was unter anderem dem Livestream geschuldet ist, der uns freundlich anlächelt, aber Sie sind dran, bitte Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob, wird jetzt alles in die Runde gegeben und entgegengenommen und beziehen Sie sich auch gerne aufeinander, wie Sie mögen. Gibt auch ein Saalmikro. Meine Kollegin Eike reicht freundlich durch die Reihen. Ja, bitte hier und hier vorne. Hallo, ja. So, Entschuldigung. Also ich habe das jetzt verfolgt. Ich frage mich, wie das geht, wenn man jetzt, also wie ist das, wenn man Bürger konsultiert, dann kann es aber auch sein, dass die letztlich auch entscheiden wollen. Also ob es denn bei der Konsultation bleibt, beziehungsweise wie man das im Zweifelsfalle regulieren will. Und was ist, wenn dann sozusagen Widerspruch vielleicht ist oder konträre Position, wenn meinetwegen die Gemeinde oder diese Konsultative sagt, nee, wir wollen ja kein Windrad zum Beispiel. Also weil sie das ja gleich mit Inhalten füllen. Sie haben es ja nicht nur formal jetzt besprochen, sondern auch mit Inhalten bestimmten grünen Themen und so weiter. Und dann weiß ich nicht, also wollte ich Sie mal fragen,
Ob Sie das mitverfolgt haben, der Heribert Münkler, dieser Historiker hier aus Berlin, hat vor einigen Wochen, also ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, im Deutschlandfunk-Interview gesagt, entweder wird Europa als Eliten, von den Eliten weitergeführt, oder es wird scheitern. Also ist es nicht doch dann die Frage, ob man vielleicht auch nicht zu viel will, wenn man jetzt sagt, man muss jetzt unbedingt die Bürger mit einbinden. Ist es nicht so, dass ein Staat im Wesentlichen, also ich sage immer so, wenn man es jetzt mit einem krassen Beispiel, ich denke, die Weimarer Republik ist nicht untergegangen, weil 40% oder 43% NSDAP gewählt haben, sondern weil die staatstragenden Eliten sich von der Republik verabschiedet haben. Und solange die staatstragenden Eliten, denke ich, ein System halten, braucht man sich auch nicht großen Kopf machen über jetzt 15% in Baden-Württemberg für irgendeine Partei. Also ich sag so, vielleicht, wollte gleich was dazu sagen oder passt das im Anschluss oder passt gar nicht? Passt überhaupt nicht. Dann bitte. Dann sage ich gleich mal was zur Entscheidung. Die Vorstellung ist, dass die Zukunftsräte, also es geht jetzt gerade um die Zukunftsräte, aber auch in den konsultativen Gremien Empfehlungen entstehen und Lösungsvorschläge gemacht werden, die deren Legislative vorgesetzt werden. Und es ist aber die Pflicht, darauf zu reagieren. Das heißt, zu begründen, warum was aufgenommen wird, warum was nicht aufgenommen wird. Und das führt natürlich zu einer bestimmten Politisierung. Man kann sich auch vorstellen, dass zu weitragenden Entscheidungen am Ende, was ja auch beispielsweise in Island schon gemacht worden ist, dass die Bürger einen Vorschlag für eine Reform des Verfassungs machen und aber das Parlament und dann per Plebiszit, nachdem ein großer Konsultationsprozess stattgefunden hat, entschieden wird, welches der beiden Empfehlungen vom Volk am Ende für besser befunden wird. Das ist auch eine Möglichkeit. Kommt drauf an, also sozusagen, worum es letztlich geht. Also die Gewaltenteilung ist nicht aufgehoben. Konsultative Gremien sind konsultative Gremien sind konsultative Gremien. Aber das ist das, was fehlt. Wir brauchen sozusagen keine Aufrüstung der Entscheidungsgewalten, wir brauchen auch keine, sagen wir mal, grundlegende Reform des Parlaments. Reformen sind immer denkbar. Was fehlt, ist genau die Deliberation, die öffentliche Erörterung der Streitfragen, damit wir in Fragen, die hochkomplex sind, auch wirklich die richtige Entscheidung treffen. Eines unserer Analogien ist immer der Schöffe. Also wer ist in einem solchen Zukunftsrat drin und wird da behandelt? Sie kennen alle, vielleicht ist der eine oder von Ihnen, andere von Ihnen schon mal Schöffe gewesen. Sie kennen das, dass Sie dort gegen eine minimale Aufwandsentschädigung an der Beratung eines Gerichts teilnehmen, als einfacher Bürger. Das heißt, man traut Ihnen zu, eine juristische Materie, die Sie nicht 100% von der rechtswissenschaftlichen Seite her durchschauen, aber durch Ihre Urteilskraft mit beeinflussen zu können. Und so ähnlich ist das mit den Leuten im Zukunftsrat. Die kriegen auch eine Aufwandsentschädigung. Und deren Verstand, deren allgemeiner Verstand, die Weisheit der vielen, wie man auch sagen könnte, wird sozusagen hier genutzt für eine Co-Kreation von Entscheidungen. Aber entscheiden tun am Ende die Gremien, die dafür zuständig sind. Das können direkte, aber in unserer Demokratie vor allen Dingen indirekte Abstimmungen in der Legislative sein. Bitte. Mir drängen sich zwei Fragen auf. Das eine ist natürlich die Frage nach Wirtschaftsinteressen. An den Beispielen der Expertengremien sieht man ja sehr häufig, dass Wirtschaftsinteressen, so sie eine große Rolle spielen, vertreten sind. Manchmal auch indirekt vertreten sind, aber auf jeden Fall natürlich, wenn es um Geld geht, sich das Spiel ändert. Vor allen Dingen, wenn es um viel Geld geht. Und die Beispiele, die Sie nannten, die regionalen, sind sicherlich für große Wirtschaftsentitäten nicht so interessant wie die wirklichen Zukunftsfragen, über die ja vor allem gesprochen werden soll. Das heißt, wie kann ein sinnvolles Modell aussehen, dieser Art der wirtschaftlichen Einflussnahme, die auf jeden Fall passiert, also die wir auch in allen Gremien bisher kennen, zumindest auf ein Minimum reduziert wird. Hinzu kommt ja das, also was sich damit verbindet. Bei großen Zukunftsfragen ist natürlich die Materie in der Regel komplexer. Vor allen Dingen aber auch das statistische oder Zahlenmaterial, was dafür konsultiert werden muss, als etwa die Tätigkeit bei regionalen Fragen oder bei Schöffen. Das heißt, man muss sich eine sehr hohe Menge an Sachmaterial zu Gemüte führen für manche dieser Zukunftsfragen. Sicherlich, also bei der Atommülldeponie ist das sicherlich ein gutes Beispiel. Also wäre eine Frage, eine lange Frage, aber ich glaube, also ich habe versucht klarzumachen, wohin ich will. Die zweite ist natürlich in einer durchtechnisierten Gesellschaft, welche Rolle kann die Technik dabei spielen, bei dieser Art von Konsultative? Technik ist Digitalisierung gemeint, oder? Ja.
Also zunächst mal die Frage der Expertise. Es wird ja auch schon gemacht, dass eben auch Expertise herangezogen werden kann. Meine Erfahrung ist aber die, dass ja, es braucht Expertise und die kann auch, wenn sie gut gemacht wird, auch den Bürgern sozusagen bereitgestellt werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man das den Experten alleine überlässt, dass dann alles geregelt ist. Weil wir sagen, bei sogenannten komplexen Fragen ist es immer so, dass jede Expertise eine Gegenexpertise hat und am Ende fast jede Expertise hat eine Gegenexpertise. Also nehmen wir das Endlager, es gibt unendlich viele verschiedene sozusagen Expertisen. Das heißt, es löst es überhaupt nicht und gerade bei komplexen Fragen ist es so, dass der Hausverstand sozusagen auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt immer auch ethische und moralische Fragen, die verknüpft werden müssen mit Fragen von Grenzwerten oder ähnlichen sogenannten rein technischen Fragen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die Wertschöpfungsrente, in der Tat ist natürlich die Frage, ob sich die per Zufall ausgewählten Bürgern dann unter Umständen benutzen lassen für Wirtschaftsinteressen. Also ich kann nur sagen, in den Erfahrungen, die wir bis jetzt ja gemacht haben, auch auf europäischer Ebene, wo es ja sowas auch schon gegeben hat, insgesamt 100.000 Bürger haben bei Bürgerversammlungen schon mitgemacht, allerdings nicht über einen langen Zeitraum, ist es bisher nicht vorgefallen. So. Das kann man, dem kann man nur vorbeugen, indem diese Gruppen, diese Gremien wirklich sozusagen gut zusammenarbeiten, gut moderiert werden und einen gewissen Core-Geist entwickeln, dass das nicht passiert. Man kann dem sozusagen nur vorbeugen. Ja. Aber sicherlich ist durch eine Zufallsauswahl eine gewisse Vorbeugung bereits da, denn wenn ich daran denke, dass mittlerweile auch sogenannte wissenschaftlichen Experten in Expertengremien, ohne jetzt die beim Namen zu nennen, sogenannte Wirtschaftsinteressen sitzen, dann fragt man sich, ob es da nicht viel, viel schlimmer zugeht. Ja. Also so naiv sind wir auch wieder nicht. Wir glauben, dass die Zukunftsräte tatsächlich das Gremium sind, was sich am ehesten gegen Wirtschaftsinteressen schützen kann. Nicht das Parlament, nicht bei direktdemokratischen Entscheidungen. Ich glaube, dass tatsächlich eine randomisierte Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern das Höchstmaß an Transparenz bietet. Ja, wer sind wir? Wie sind wir zusammengesetzt? Und auch ein hohes Maß an Resistenz gegenüber solchen auf jeden Fall immer vorkommenden Einflussnahmen leisten kann. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann in den 70er Jahren eine Bürgerinitiative von der STEAG im Ruhrgebiet gekauft worden ist. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, ist in Ordnung, ihr könnt das bauen. Das ist auch Bürgerinitiativen passiert. Ja? Also ich will hier sagen, man ist natürlich nicht gefeit. Wir wissen, in welcher Gesellschaft wir leben und wir wissen, wie die Machtverhältnisse sind. Und da muss man einfach versuchen, solche arendtschen Machtkategorien sozusagen daneben zu setzen und zu sagen, mal gucken, wie das ausgeht. Ich meine im Moment in diesem Lande eine seit langem nicht mehr spürbare antikapitalistische Stimmung zu verspüren. Je höher die Macht derjenigen wird und je unverschämter dies auch zu bestimmten Folgen wie grassierende Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, Einflussnahme von Lobbys auf einen Gesetzgebungsprozess durch Leute, die jetzt mittlerweile selbst in der Bundestagsverwaltung sitzen. All diese Dinge, je mehr das passiert, umso sozusagen renitenter werden die Leute. Das Problem ist auch hier wiederum, zurück zum Eingang, dass diese antikapitalistische Tendenz im Moment den Populisten nützt. Ja, die Front National, das ist immer noch das beste Beispiel dafür, der Trumpism oder so, ja, der sozusagen da blüht. Das sind Leute, die sozusagen antikapitalistisch, also einen heimatlos gewordenen Antikapitalismus sozusagen populistisch transformieren. Aber die Stimmung, die da ist, des Misstrauens, dass man will, dass eigentlich so im Sinne von Karl Polanyi die Wirtschaft wieder eingebettet wird in die soziale Lebenswelt, ja, dass es was geben könnte wie wirkliche soziale Marktwirtschaften. Ich glaube, da hätten wir sozusagen die Mehrheit auf unserer Seite, damit auch mal was gegen Wirtschaftsinteressen, so stark die sind, zu tun. Was die Digitalisierung anbetrifft, ist unser Buch überhaupt nicht ausgearbeitet, was das zu bedeuten hat. Ja, das ist natürlich jetzt für dich eine narzisstische Kränkung der größten Art, dass wir darüber nicht nachgedacht haben. Wir haben die Finger davon gelassen, weil wir einfach, das müsste im zweiten Band nachgearbeitet werden. Also wir haben, hast du eine Antwort? Nein. Also ja, vielleicht. Doch, die erste Antwort ist die, dass wir in Erfahrung her präferieren, dass wir sozusagen face-to-face
Gremien haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben die komplette Anonymisierung zu nichts führt, wenn nicht vorher in irgendeiner Form eine Verbindlichkeit auch stattgefunden hat und ganz schwer die Qualität zu halten ist. Aber wir können uns durchaus vorstellen, dass es eine Form von nicht nur Verbreitung im Sinne von Kommunikation stattfinden kann, sondern auch durchaus aufgrund von Online-Dialogen im Anschluss dann sozusagen eine Verbreitung stattfindet. Aber nicht, das kann sozusagen die Präsenz Diskussion nicht unbedingt ersetzen. So. Aber daran müssen wir eigentlich noch arbeiten. Noch ein Punkt zu dem, was Herr Lengeli vorhin sagte. Die Frage der Wirtschaftsinteressen berührt in der Tat Fragen der Zukunftsvorstellung. Und dafür gibt es in meiner Wahrnehmung viel zu wenig öffentliche Räume. Wir sind beschäftigt mit Ad-hoc-Fragen, die wir lösen, auch in der Politik lösen müssen, und haben wenig Raum zu überlegen, wie wir eigentlich zusammenleben wollen und was es eigentlich bedeutet, wenn wir ökologisch zusammenleben wollen, was es bedeutet, wie wir mit den Flüchtlingen zusammenleben wollen, ähnliches. Und diese Räume überhaupt bieten zu können, politisiert bieten zu können, das ist sozusagen auch der Zukunftsrat. Ja. Und dann stellt man sozusagen bestimmte Zukunftsvorstellungen, was die wirtschaftlichen Logiken, die sowieso irgendwie herrschen, ohne die man, also Wachstumsfragen, in Frage. Ja. Also ich denke, dass für die Beantwortung dieser Frage die Bewegung, die es mal gegeben hat vor AfD, nämlich die Piraten, dass die da ganz interessante Ideen hatten. Ich habe mal mit Christoph Bieber zusammen ein kleines Büchlein über die Piraten gemacht, wo wir genau diese Aspekte eigentlich interessant gefunden haben. Also alles, was sich dann damals auch unter dem Stichwort Liquid Democracy oder sonst was bewegt hat. Also das wäre dringend mal weiter zu verfolgen und nicht einfach nur deswegen, weil die vielleicht hier in Berlin nicht, aber sonst überall in der Versenkung verschwunden sind, ist das Thema nicht weg. Ja, also wie gesagt, klare Blindstelle hier. Da gibt es natürlich interessante Stichpunkte in diesem Zusammenhang für euren zweiten Band zum Thema Blended Learning und dergleichen. Also das ist ja ein großes, übrigens auch ein großes Thema für Perspektiven kommunaler Politik. Es ist ja so, dass wir gerade bei den gut gebildeten jungen Leuten mehr so eine Art globale Elite haben. Die sind ja gar nicht irgendwie vor Ort in ein Gremium einzubinden, in dem sie dann kontinuierlich zum Beispiel im kommunalpolitischen Mandat unbedingt mitarbeiten wollen. Und die Frage ist in der Tat, welche Chancen da eine Digitalisierung von vor Ort Beratung bieten könnte, um Leute einzubinden, die womöglich zum Beispiel auch keine Lokalzeitungen mehr lesen, weil sie eigentlich vor Ort so gut wie gar nicht sind, aber doch sowas wie Heimat gestalten oder so, das Nest, aus dem die Kräfte kommen oder ich weiß nicht was. Jedenfalls ist das auch in der kommunalen Politik eine spannende Geschichte, wie man mit diesem Beratungsbedarf vor Ort und dem Nicht-Dasein physisch elektronisch in der elektronischen Debatte umgeht. Da sitzt mein Kollege Wolfgang, der kennt sich damit sehr gut aus, mit diesen Diskussionen. Gibt es weitere Kommentare? Sie hatten eben das Terrain berührt, auf dem ich mich nur bewegen kann. Mir liegt immer sehr viel an der Verrechtlichung, weil ich nun mal Jurist bin. Damit kann man natürlich die schönsten Ideen gleich kaputt machen. Aber wie soll das denn rechtlich aussehen, der Rahmen? Soll das ein Anflanschen sein an die Gemeindeordnung? Soll das institutionalisiert werden? Wie läuft denn die Randomisierung? Mache ich das so Telefonbuch, einmal reintippen, lose ich das aus? Was ist mit der Nachbesetzung? Ich kann ja nicht verpflichtet werden, damit zu arbeiten. Das wird nach kurz oder lang, wird das im Chaos münden. Und wenn Sie sagten, Assoziation schöffen, also ich habe nun beruflich das Vergnügen, gelegentlich an Gerichtsverhandlungen mitzuwirken. Und dann sehe ich also einmal in der Arbeitsgerichtsbarkeit, dann nennt man das ja ehrenamtliche Richter, die nun besetzt werden durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. Das sind nicht immer die Silver Ager, aber doch immer gediegene Leute aus dem Berufsleben. Sie haben das gleich in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Also dieses Randomisieren würde da nicht funktionieren, würde auch nicht den gewünschten Input liefern. Also meine Frage wäre einfach, wie wollen Sie das anflanschen in einer Gemeindeordnung? Wie wollen Sie das hochzonen bis auf vielleicht Zwischenebenen, Bezirksregierung, Regierungspräsidien und so ähnliches? Und meine Frage, glauben Sie wirklich, dass jemand aus Gießen-Eulenkopf, dass der da kontinuierlich mitarbeitet? Ich glaube das nicht. Das ist ein wunderbares Beispiel, da lebe ich nämlich in Gießen-Eulenkopf. Das wissen Sie, ne? Ja. Das ist natürlich das beste Beispiel überhaupt. Wir haben vor
Sonntag am Abend der Kommunalwahlen in Gießen im Theater, ich würde es nicht erzählen, wenn er es nicht aufgebracht hätte, haben wir eine Diskussion gehabt über, wie wollen wir leben. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die jetzt in vielen Theatern läuft, unter anderem eben auch in Gießen. Und da ist zum Beispiel das Beispiel Eulenkopf ist eines, wo man tatsächlich sehen kann, wie über Institutionalisierung von sozialer Stadt, das ist ja dann später gekommen und dergleichen mehr, in Leute aus dem Eulenkopf politisch aktiv geworden sind. Das ist eine Geschichte, die von den 70ern bis heute geht. Es ist nicht so, Franz Walter hat darüber auch interessante Bücher geschrieben, dass gewissermaßen immer nur die eine Gruppe von hochgebildeten, Hocheinkommensbeziehern sich politisch aktiviert. Die politische Aktivierung, Mobilisierung, Mitwirkung muss natürlich auch angepasst sein an die Verhältnisse, die wir real haben. Und da spielt die Verrechtlichung, die Sie angesprochen haben, ist eine verdammt trickige Angelegenheit. Auf der einen Seite brauchen Sie ein bestimmtes Maß an Verrechtlichung, um diese Entscheidungsanbindung zu bekommen. Und ich würde sagen, ja, das flanschen wir an. Also es gibt jetzt sehr viele Beteiligungssatzungen, zum Beispiel in Gießen, wo ich daran arbeite, wo man ein solches Gremium sozusagen einbauen kann. Ja, das ist sozusagen in der Beteiligungssatzung ist das ließe sich das implizieren. Und da flansche ich das an. Das kann ich genauso gut auf der Ebene des Regierungspräsidiums machen, das kann ich genauso gut auf einer Landesebene machen, um jetzt mal bei diesen Ebenen zu bleiben. Gleichzeitig ist die Verrechtlichung, wie Sie dann besser wissen als ich, auch immer neben allem, was sie positiv leistet, auch ein Problem. Damit kann man, haben Sie sehr schön gesagt, alles kaputt machen. Das bedeutet, die Dinge, die wir jetzt ausprobieren müssen, hängen genau damit zusammen, so etwas auszuloten, auszuprobieren. Ich habe keine sozusagen Standardlösung, ja, die jetzt one fits for all für jede Kommune in der Bundesrepublik Deutschland gilt. Es gibt in Baden-Württemberg, ja, das geht auch schon bis rein in die, wie heißt die, Führungsakademie der Landesbediensteten, da sind auch sehr viele Gemeindevertreter drin, die tatsächlich in dieser Richtung Partizipationsmanagement jetzt Fortbildung machen und da sind Heidelberg, Mannheim in anderen Städten, sind solche Dinge längst angeflanscht und sozusagen institutionalisiert. Wir sagen mit unseren mit unserer Zukunftsräten, es ist ein Verfahren oder eine Zusammenfassung von möglichen Verfahren, es ist eine kulturelle Innovation in Form dieses kooperativen Spirit, der sowas anhört. Und es ist eine Institution, damit meine ich nicht eine große Organisation, sondern eine vierte Gewalt, die sich so oder so ausprägen kann. Es wird Zukunftsräte geben, die wirklich ohne große Vorselektion einen relativ annähernd repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbieten. Es wird andere Mischformen geben, wo Experten und Bürgerinnen und Bürger zusammen sind. Es wird auch Expertenräte geben, die Zukunft, das ist alles nicht festgelegt, wie das heißen soll. Das können wir auch gar nicht mit einem solchen Buch sozusagen antizipieren. Zu Ihrer Frage, wie Leute ausgesucht werden, wie das rechtlich ist, das wird schon gemacht. Also es gibt sozusagen aufgrund von Melderegistern, wenn eine Gemeinde die bereitstellt, eine Tombola, wo man vorher die Kriterien priorisiert. Also beispielsweise je nachdem, worum es geht, könnte Bildungshintergrund, Alter, Geschlecht, möglicherweise Migrationshintergrund, solche Kriterien sein, die man priorisiert. Dann kann man 20 Mal so viele Leute anschreiben, wie man am Ende braucht, weil so viel ist sozusagen der Rücklauf, der am Ende kommt. Und natürlich besitzt es auf Freiwilligkeit. Ja? Also viele, am Ende hat man einen relativ geringen Rücklauf und versucht dann nachzurekrutieren, damit man eben diese Vielfalt auch der Bevölkerung herbekommt. Und die Frage ist auch der Ansprache. Also es gibt viele Forschungen, die gezeigt haben, dass wie man die Leute anspricht, dann eben entsprechend auch die Jugendlichen zum Beispiel kommen oder eben nicht kommen. Also wie attraktiv man ist und wie man es eben schafft, auch die Arbeit so zu gestalten, dass Leute auch bei der Stange bleiben und es nicht nur als lästige Pflicht empfinden. Ich weiß nicht, wie das bei den Schöffen ist, aber ich kann nur sagen, bei den Bürgerräten in Feuerberg ist es so, dass die Leute sehr wohl bereit sind, das öfters zu tun und sehr viel mitnehmen für sich selber und sehr produktiv eigentlich zusammengearbeitet haben und auch mit Leuten zusammengekommen sind aus Schichten, mit denen sie sonst nie in Berührung gekommen wären und genau das eigentlich als sehr stärkend empfunden haben. Ja. Ich meine, das Verfahren selber ist ja jetzt nichts, was ihr erfunden hättet für dieses Buch. Also die Geschichte mit dem Losverfahren ist ja etwas, was in den letzten Jahren sehr ausführlich diskutiert wurde. Hubertus Buchstein hat darüber geschrieben. Auch Klaus Offe hat sich damit beschäftigt und ihr habt euch damit beschäftigt im KWI.
Baden-Württemberg zum Beispiel arbeitet also tatsächlich auch auf Landesebene damit. Viele Kommunen haben damit Erfahrung gemacht. Also die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Baden-Württemberg, Gisela Erler, hat sowohl in Bezug auf einzelne Verfahren als auch im Hinblick auf die Fortbildungsmodule, die ihr schon angesprochen habt, mit diesen Experimenten gearbeitet. Also da gab es zum Beispiel Verfahren, wo zur einen Runde organisierte Leute eingeladen wurden, die üblichen Verdächtigen gewissermaßen und die Verbandssprecher und Sprecherinnen und so weiter. Und zum gleichen Thema wurden geloste Gruppen zusammengezogen. Und dort wurden die Verbandsvertreter und Vertreterinnen nicht zugelassen. Also, und das wurde dann parallel ausgewertet und Gisela Erler kann sehr inspirierend und beeindruckend davon berichten, wie unterschiedlich auch die Ergebnisse waren, die aus beiden Gremien erarbeitet wurden und wie sich zum Beispiel, davon erzählen auch die Leute aus den Planungszellen, wie sich die Meinung, mit der ich reingegangen bin in so ein Gremium, verändert im Laufe der Bearbeitung und ich komme mit einem anderen Ergebnis raus, als ich mit tiefer Überzeugung reingetragen habe. Also in der Tat gibt es da viel praktische Erfahrungen und sehr aufregende Innovationen, mit denen wir bereits unterwegs sind, noch zu wenig, aber doch inspirierend. Jetzt war noch eine Wortmeldung. Ja, Sie. Ich bin eigentlich eine Community Manager bei einer Online-Plattform für Bürgerbeteiligungen, partizipativer Demokratie. Und meine Erfahrung mit ausgewählter Einfluss nehmen, so wir sagen, ist, dass die haben Schwierigkeiten zu sehen, was das, also Added Value sozusagen mit so einer Plattform ist. Warum sollen sie 10, 30 Minuten dreimal in einem Monat verbringen, auf der Plattform einen Beitrag zu geben? Wir erklären natürlich, dass wenn wir mit Städten arbeiten, dass alle Beiträge in der Entscheidungsprozess einbezogen werden, aber trotzdem haben sie noch Schwierigkeiten, das Added Value zu finden. Und ja, ich wollte fragen, also vielleicht mit der Frage kann ich fragen, ob Sie wirklich denken, dass die Partizipationskultur in Deutschland bereit ist dafür oder was wir machen können für Community Building. Passt der Kommentar dazu, Wolfgang, oder eher nicht? Gut, dann also geben wir nochmal. Community Centers, jetzt rede ich von denen, die nicht nur oder vornehmlich im Netz existieren, sondern die es auf der Ebene von Gemeinden gibt, sind ein ganz wunderbares Stichwort. Das heißt, alle fragen uns, adressieren wir nicht eine kleine, schmale Elite? Und meine ketzerische Antwort darauf ist natürlich immer, ja, das tun wir. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass man Hunde zum Jagen tragen kann, sondern du kannst jagen nur mit Jagdhunden, die auch jagen wollen. Der entscheidende Punkt bei der Selektion derjenigen, die an Partizipationsprozessen interessiert sind, ist die, dass du eine soziale Verzerrung vermeidest. Ja, dass du von vornherein bestimmten Interessen, auch sogenannten betroffenen Gruppen, zu viel Macht und Einfluss gibst. Das heißt, worum es geht, ist eine demokratische Elite. Und die ist nicht unbedingt eine soziale Elite und die ist nicht unbedingt eine herkömmliche Elite, die durch Geburt, Stand, Bildung und sonst was sich definiert. Das ist aber eine demokratische Elite. Das heißt, wir wissen, dass in fast allen Gesellschaften unseres Typs, nennen wir sie mal westlich-liberale Demokratien, 3, 4, 5% Aktivbürger beteiligt sind an dem, was wir so Bürgergesellschaft nennen. Das ist ja extrem gehypt worden, dieser Begriff, dass es einen schon fast ein bisschen anstrengt, ihn noch weiter zu benutzen, weil damit natürlich so eine Art Passepartout für alle unsere Probleme, gehen wir immer auf die Zivilgesellschaft, die Bürgergesellschaft. Zum Beispiel sollen die das jetzt mal mit den Flüchtlingen hinkriegen und so weiter und so weiter. Aber wo die Ressourcen liegen, ist ganz klar. Es gibt jenseits derjenigen, die sich an Partizipationsverfahren der einen oder anderen Art schon beteiligt haben, in Deutschland natürlich eine ausgebaute Engagementkultur, was man so Ehrenamt nennt.
Und die Politisierung, die da drin steckt, die ist teilweise weder von den Parteien noch auch von denen begriffen worden, die Partizipationsprozesse veranstalten. Das heißt, hier gibt es Engagement auf der einen Seite, Partizipation auf der anderen Seite. Und die beiden Dinge müssen zusammengebracht werden. Und welches sind die Institutionen, in denen das gelingt? Community Centers. Also Niederlande, Skandinavien, Großbritannien gibt es so etwas, jetzt im, nicht nur im virtuellen, sondern auch im realen Bereich. Das heißt, viele Dinge, die im Moment dann praktischerweise sich mit der Inklusion von Flüchtlingen beschäftigen, zirkulieren ja um das Thema Schule, Sprachunterricht, Schule und so weiter herum. Das heißt, die Schulen, die bei uns im Wesentlichen spezialisierte Bildungseinrichtungen sind, sind in anderen Ländern, Vereinigten Staaten, Großbritannien, Niederlande, Community Centers, in denen tatsächlich auch über die Gemeinde mit verhandelt wird. Und das sind meines Erachtens Entwicklungen, die die deutsche Bürgergesellschaft noch machen könnte. Adalbert Evers beschäftigt sich sehr viel mit diesem Zusammenhang von Partizipation und Engagement. Und ich denke, da ist eine Schnittstelle, wo man sozusagen noch Potenzial generieren kann für diese Frage, die ich schon verstehe. Glauben Sie wirklich? Also uns fragen ja alle, glaubt ihr denn wirklich, dass das funktioniert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube wirklich, dass es in Deutschland ein nicht gehobenes Potenzial an Bürgerbeteiligung gibt, was genau um sehr lokale Fragen kreisen kann. Aber alle lokalen Fragen sind derzeit in einer massiven Weise mit globalen oder mit europäischen Fragen verbunden, dass sozusagen die Weitung des Horizonts und die Vermeidung von Kirchturmsperspektiven sozusagen schon mit eingebaut ist. Aber das muss man eben ausprobieren, das muss man eben ausloten, das muss man nicht von vornherein verloren geben und sagen, es funktioniert heute sowieso nicht, wir erreichen sie sowieso nicht. Ja, ich glaube das wirklich. Aber die Frage bezog sich ja auch, wenn ich recht verstanden habe, auf die Beteiligungskultur in Deutschland, ob wir so weit sind. Und ich würde sagen, wir sind ein Stück weit gegangen, aber noch nicht so weit, weil es ja auf der einen Seite das Engagement gibt und sozusagen ein Engagementstau, kann man fast sagen, auf der anderen Seite aber auch eine Verwaltung, besonders eine Verwaltung, aber auch eine Politik, die teilweise noch nicht bereit ist, das aufzunehmen. Und dann kann man sich in der Tat fragen, was der Added Value ist. Weil es muss schon auch einen politischen Willen geben und auch die Bereitschaft einer Offenheit von den Verwaltungen. Und ich glaube, da sehe ich auch eine Krux. Es gibt natürlich Verwaltungskulturen im Plural, die geeigneter sind oder ungeeigneter sind, genau diese Ergebnisse sozusagen von der Bürgerschaft wirklich aufzunehmen und produktiv für sich zu nutzen. Ja? Also da muss es auch ein Miteinander geben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann führt das schnell zu Frustrationen. Insofern, ich glaube, dass die Beteiligungskultur natürlich von der Bürgerschaft kommen muss, aber eben auch von der Verwaltung, von der Politik. War hier noch Wolfgang Pohl und Adrian Göhler? Ja, ich wollte doch noch mal was zu den größeren Fragestellungen fragen, weil das leuchtet mir unmittelbar ein mit den Fragen der Kommunen, aber wir wissen ja auch, dass so kommunale Fragen und globale Fragen sich so gerne komplett beißen. Also der Superökologe, der sagt, aber Windrad in meinem Garten, du hast so einen Vogel. Ja, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und dann kommen, Katrin, kannst du da richtig reinspringen? Ja, Entschuldigung. Und dann kommen alle möglichen Hinderungsgründe. Also ich wüsste gerne, wie wir erreichen mit diesen Experimenten. All das gefällt mir sehr gut, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben gar kein Rezept in der Tasche und wir tun noch nicht mal so, als hätten wir eins in der Tasche, weil das ist vielleicht genau das, wo die Leute so die Schnauze voll haben von diesen vermeintlichen Rezepten, die ja gar keine sind, sondern der Kaiser ist nackt. Wie kriegen wir das hin, dass wir diese Widersprüche, ich finde, ja eigentlich nur transparenter machen müssen? Ich glaube nicht, wir können sie auflösen und sowas alles gar nicht. Aber wie kriegen wir das Ding beweglich, verflüssigt, besprechbar, über die Grenzen hinweg navigiert? Also wo ist so der Treibstoff noch ein bisschen? Ja, es gibt ja genau diese grün-grünen Konflikte, also Windrad ist ein Beispiel und die Frage ist ja, wo gibt es eigentlich die Gremien und die Räume, wo unter Umständen Dinge besprochen werden kann, die im Widerspruch stehen. Also man will eine nachhaltige Gesellschaft haben, aber man will keine Windräder. Was macht es aber mit einer Region, wenn wir Windräder haben? Was sind die Trade-offs und Ähnliches? Und es gibt eben wenig Räume, wo genau das überhaupt zum Thema, auch zum konfliktreichen Gesprächen gemacht werden kann. Und die Idee ist, in Zukunftsräten, wo es wirklich auch nicht nur darum geht, ob das Windrad jetzt entsteht, sondern wie wir in 20 Jahren dastehen und was es mit uns macht, sozusagen zum Thema gemacht werden kann.
Also wenn wir nochmal das Beispiel der Endlager-Thematik, das ist ja gewissermaßen der größte, dickste Brocken, den wir uns da so einbrocken könnten. Da ist es ja genauso. Der genialste Satz, den der Kretschmann je gesagt hat, war, irgendwo muss das Zeugs ja hin. Und das zielt ja ganz klar in Richtung der Bürgerinitiativen, die an jedem einzelnen Ort sagen werden, klar muss es irgendwo hin, aber hier sicher nicht. Ja? Und das bedeutet, es muss ein Perspektivwechsel, gerade in grüner Politik, einsetzen. Und vermutlich besteht die Popularität dieses Herrn auch zum großen Teil darin, dass er die Widersprüche benennt. Und dass er eben nicht, wie er sagt, er immer mit dem Fiat 500 fahren will. Das gehört ja auch dazu. Also er möchte ja auch einen Dienstwagen, aber natürlich ein Hybridfahrzeug haben. Also diese Widersprüche in der Tat zu benennen, da bin ich völlig d'accord. Das ist genau der Punkt. Und dann zu sagen, wir wissen auch schon genau, wo es lang geht, ist eben übertrieben. Wissen wir eben nicht. Ich glaube, dem politischen Betrieb in der Bundesrepublik, das sage ich schon seit langem, würde es sehr helfen, sich ehrlich zu machen und den Leuten auch ehrlicher gegenüberzutreten und zu sagen, das ist jetzt verdammt schwierig, zum Beispiel die Flüchtlingsfrage. Ja, das ist verdammt schwierig, aber wir müssen es machen aus bestimmten Gründen, die ich hiermit erkläre, wohin das führt, wir werden sehen und dergleichen mehr. Ich will also auf Folgendes raus, bei den Endlagern, ja, könnte ich mir ein solches Netz von Zukunftsräten vorstellen? Das heißt, die Experten werden irgendwann 5, 7, 9, du weißt das genauer, Standorte ausgucken. Dann sind genau deine Experten, die sind da, die sagen hier, die Geologie, die Geophysik, die ist die richtige und hier geht es und da geht's nicht. Dem wird man ein Stück weit vertrauen müssen. Ja, was soll man sonst tun? Man kann Gegenexpertisen einholen und das ist ja alles passiert. Und der Prozess dauert. Ne? Und wir müssen dann irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Diese Entscheidung, weil es ja jetzt um das Lokale und das Übergeordnete geht, die ist am Ende immer auch lokal zu treffen. Am Ende ist die immer lokal. Ich finde den Spruch der amerikanischen Politik, all politics is local, der hat eine tiefe Weisheit. Ja, weil die ist dann schlecht, wenn alle sozusagen bis zu ihrem Kirchturm oder zu ihrem Grundstücksrand gucken und der Rest der Welt ist ihnen egal. Das ist übrigens, wie die AfD steht. Wir lassen die Welt draußen. Die Welt interessiert uns nicht. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Dafür steht der Orban, dafür steht der Trump. Alle stehen genau für diese Haltung. Die Rest der Welt interessiert uns nicht. So. Und deswegen müssen wir einen Provinzialismus sozusagen in die Politik reinbringen, der sozusagen gleichzeitig über die Grenzen hinausschaut. Und das ist mit der Endlager-Geschichte so. Du wirst irgendwann sagen müssen, wir beißen in den sauren Apfel. Und welche Prämie kriegen eigentlich die Leute, die dann sagen, okay, hier kommt das Zeugs hin? Haben die Arschkarte gezogen? Entschuldigung für den Ausdruck. Und dann, gut, dann, oder haben die irgendwas davon? Das ist doch, jetzt meine ich nicht materiell, sondern wird das irgendwie im demokratischen Projekt, wird das irgendwie gewürdigt? Darüber ist ja nie nachgedacht worden. Insofern ist diese Vernetzung der Endlagerfrage, die auch eine europäische ist, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern ist ja extrem vernetzt, geht wahrscheinlich noch sogar über die Grenze der gegenwärtigen Europäischen Union hinaus. Das ist ein wunderbares Beispiel. Und wie das genau gehen soll und wie sozusagen eins ins andere greift, weiß ich auch noch nicht. Bin ich Jesus? Also weiß ich nicht, aber den Prozess muss man doch mal angehen. Und damit kommen wir auch genau nochmal zurück zu dem, falls ich das noch kurz einflechten darf, wie Politik gemacht worden ist. Ich habe mir das jetzt nochmal sehr genau angeguckt, wie in den 50er Jahren auf Betreiben nicht der Wirtschaftsinteressen, sondern des Staates hier bei uns die zivile Nutzung der Atomenergie durchgesetzt wurde. Da gab es 2 oder 3 Hansel im Bundestag, die haben gesagt, was ist überhaupt mit dem also wo tun wir das Zeug eigentlich hin? Ah, Quatsch, das macht die Technik. Ja, was ist überhaupt mit künftigen Generationen? Ach Quatsch, wir stimmen jetzt ab. Und das sind die anderen Sensibilitäten, die man jetzt sozusagen auf allen Ebenen braucht, dass man das einbezieht. Das kann aber nicht zum Stillstand führen. Wir können nicht sozusagen aufhören, Entscheidungen zu treffen, aufhören, zukunftsrelevante Entscheidungen zu treffen. Aber die müssen intensiver besprochen werden. Da müssen die Widersprüche, alles was mit der Risikogesellschaft, Ulrich Beck in Ehren, ja, alles schon mal angesprochen worden ist, die müssen sozusagen transparent werden. Die Leute müssen in diesem Problembewusstsein leben, müssen aushalten, dass es keine Ideallösung mehr gibt. Und dann ist eine kooperative Lösung wahrscheinlich leichter, als wenn ich noch von Ideologien des 19. Jahrhunderts getrieben bin. Ne? Natürlich ist die Endlagersuche das allerfieseste aller möglichen Beispiele dabei und insbesondere natürlich auch für Kretschmann und die Grünen, denn ich meine, diese Partei ist im Kampf gegen die Atomenergie groß geworden und jetzt soll sie sich um den Dreck kümmern, vor dem sie immer gewarnt hat. Also von daher ist im auch noch für die sozialistische Revolution, nicht wahr? Mit der Atomfrage, das ist die allerheimtückischste dieser Fragen. Die Energiewende und die Gestaltung der Trassen und so weiter würde uns auch schon
reichen als Herausforderung. Jetzt war hier nochmal Wolfgang Pohl und der Herr rechts. Ja, das vorweg, also das letzte Beispiel ist toll. Ich habe gerade gelesen, dass 1957 ein RWE-Vorstand gesagt hat, die Entsorgung und Endlagerung bei der Atomenergie kostet ebenso viel wie die ganze Betriebsphase und deshalb ist das alles Quatsch. Und erst als der Staat dann richtig Subventionen reingebuttert hat, sind sie umgeschwenkt. Aber das nur als Anekdote. Mir fällt noch ein bisschen schwer, mir diese Zukunftsräte konkret vorzustellen und ich mache es mal, versuche es mal zu erklären, sowohl an den Themen als auch an der Rolle. Also ich glaube ja nicht, dass ein Zukunftsrat wie ein Stadtrat eine Tagesordnung aus 20 Punkten abarbeiten wird in jeder Sitzung, sondern die werden sich ein Thema setzen für etwas längere Zeit. Und das wird eher so, ja, das so im Bereich Leitbild oder so sein. Das heißt aber, wenn die sich zum Beispiel ein halbes Jahr mit der Flüchtlingsfrage beschäftigen, dann beschäftigen sie sich nicht gleichzeitig mit dem mit der Mobilität der Zukunft oder mit dem Flächenverbrauch oder was weiß ich. Da bleibt dann immer vieles offen und vieles ist dann nicht untergebracht. Und jetzt nochmal von der Rolle her gefragt, also ist der Zukunftsrat eher der Ort, wo dann die Beteiligung stattfindet, sozusagen die dauerhafte institutionalisierte Beteiligung anstelle der jetzigen punktuellen Verfahren? Ist es der Ort, wo konkrete Beteiligungsverfahren initiiert werden? Oder ist es der Ort, wo, sagen wir, ein Leitbildprozess stattfindet, parallel zu Beteiligungsverfahren, die dann vielleicht eigene Formate und eigene Themen haben? Also mir ist die Verortung dieses Zukunftsrats im Gesamtgefüge von Politik und aber auch Beteiligung, die ja auch hier und da wächst, ist mir noch ziemlich unklar. Also der Zukunftsrat, in der Tat, wie Sie sagten, hat eine Zukunftsausrichtung, kann sich selbst eine Agenda setzen und es ist so, dass natürlich dann eine Selektion von Themen stattfindet. Ja, das hängt natürlich davon ab, welches Thema virulent ist für eine bestimmte Gemeinde. Das setzt aber mitnichten Verfahren, die punktuell eingesetzt werden zur Umgehungsstraße, zu Fragen der Windräder oder Ähnliches, was dann sozusagen als Gesamtnetzwerk die Konsultative ausmacht. In der Tat kann es sein, dass ein Zukunftsrat solche punktuellen Verfahren, die jetzt nicht ganz extrem langfristig sind, versucht einzuberufen. Und das Ganze soll koordiniert werden von einer Stabsstelle, einer kleinen Stelle, wo eben ein Verwaltungsmitarbeiter und eine Verwaltungsmitarbeiterin sozusagen die Geschäfte auch führt, damit es auch koordiniert wird und auch die Koordinierung stattfindet zwischen dem Zukunftsrat, den anderen Verfahren und dem Gemeinderat. Ja, womit klar ist, das war Ihre Frage, dass bestimmte Dinge nicht dort behandelt werden. Also wenn wir jetzt uns kaprizieren würden, würde ich zum Beispiel da, wo ich arbeite, in Essen dringend anraten, Grüne Hauptstadt 2017, sich mal mit der Mobilitätsfrage langfristig auseinanderzusetzen, weil das ist genau der Pferdefuß, ja, im Ruhrgebiet. Es gibt eben sehr wenig Alternativen. Also das mal in Angriff zu nehmen unter so einer Grüne Hauptstadt-Formulierung, das wäre mal ein Thema für nicht nur für Essen-Rüttenscheid, wo die Leute sowieso schon viel Fahrrad fahren, sondern für die gesamte Stadt in ihrer metropolitanen Einbindung. Es gibt dann zum Beispiel sehr ideale Themen, würde ich im Moment sagen, wie die Inklusion von Flüchtlingen, weil die unendlich viele Facetten hat für den Wohnungsbau, für die Raumplanung. Wir merken, dass jetzt wieder der andere Ort, wo ich dann auch ein bisschen aktiv bin in den Sachen, wiederum in Gießen, dass das Stadt-Land-Verhältnis dort von extremer Bedeutung ist. Also das ist so ein kleines Zentrum, Gießen hat nur 70.000 Einwohner, hat aber ein großes Umfeld und die Mobilitätsfrage ist eine, die bei den Flüchtlingen jetzt auffällt, dass die nämlich nicht von A nach B kommen. Ja, weil es eben unglaublich wenig öffentlichen Personennahverkehr noch gibt in den ganzen Käffereien, die immer mehr, Käfer, das hätte ich nicht sagen dürfen, in die schönen Orte des Vogelsbergs und der Wetterau und so weiter, wo es eben sozusagen nicht mehr weitergeht. Und es ist ja jetzt so, dass sehr viele Flüchtlinge, ich möchte das Beispiel noch ganz kurz sagen, sozusagen aufs Land kommen. Es ist ja sehr viel besser, die Familien sozusagen aufs Land zu bringen, als alle in Städten anzusiedeln. Und da stellen sich dann plötzlich anhand einer solchen nicht nur symbolischen, sondern auch faktischen Frage, ja, aber auch eine, die sozusagen symbolisch ist für das, wie soll es in den nächsten 30 Jahren weitergehen, stellen sich dann auch andere Fragen, die in einem solchen, in der Tat stärker auf Leitbilder, auf sozusagen, wenn man so will, kleine Masterpläne, ausgerichtete Zukunftsräte, da stellen sich Zusammenhänge her,
im Kopf, die sozusagen verwaltungsmäßig noch völlig departementalisiert sind und die sozusagen verschiedenen Welten angehören, anzugehören scheinen. Ne? Ja. Jetzt habe ich drei Wortmeldungen und würde die einfach nacheinander. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich bin mit allem einverstanden, jedenfalls fast mit allem. Würde gerne den Versuch machen, noch ein bisschen ins Grundsätzliche vielleicht, wenn das irgendwie einen Sinn macht, zu gehen. Und wenn ich das Unternehmen richtig verstehe, reagiert ihr auch ein bisschen auf das, was wir unter dem Titel Strukturwandel der Öffentlichkeit kennen. Und da wäre auch die Frage der Digitalisierung vielleicht dann doch nochmal etwas ernster zu nehmen und zu überlegen, was das für Konsequenzen hat und wie man das ein bisschen genauer beschreiben kann. Und das, was ich damit meine, ist, Klaus, du hast vorhin gesagt, naja, so in diesem AfD-Blick auf die Welt wird eigentlich die Welt ausgegrenzt. Und das ist vielleicht ein bisschen eine zu harmlose Beschreibung, weil es nicht nur ausgegrenzt wird, sondern weil wir es mit einer massiven Zunahme von Verschwörungstheorien, Verfolgungswahn, paranoiden Wahrnehmungen zu tun haben, die einem schon große Sorge machen kann. Also insofern geht es nicht nur einfach um zu sagen, das ist draußen in der Welt, sondern es ist eigentlich die Wahrnehmung, diese Welt verfolgt mich und ich bin in dieser Welt nicht mehr zu Hause. Und meine Frage ist, ja, ob ihr das irgendwie auch mit im Blick habt bei diesem Unternehmen. Und wie stark so etwas aufgefangen werden kann, diese Art von sich ausbreiten einer fiktiven Wahrnehmung, einer Verfolgungswahrnehmung, die, ich glaube, wirklich beängstigend ist. Also Lügenpresse und so weiter, muss ich jetzt nicht alles ausführen. Da muss irgendetwas passieren und ich frage mich, ob es sozusagen Anknüpfungspunkte gibt in den Projekten, die Sie vorstellen. Und diesen Bogen ins Grundsätzliche, finde ich, müssen wir bei solchen auch Detailfragen immer mit im Blick haben. Darf ich noch einmal kurz fragen, ob eine der Wortmeldungen, die jetzt hier gewesen sind, da direkt anschließt, weil sich das dann immer moderationstechnisch anbietet, die zu verknüpfen? Ich würde gerne mit Hannah Arendt antworten, dass nämlich die gemeinsame Welt immer wieder neu geschaffen werden muss und genau diese paranoiden Weltvorstellungen ja durch Segregierung entstehen. Und die Vorstellung, dass wir einen Zukunftsrat haben, einen öffentlichen Raum, wo Leute miteinander sprechen, die normalerweise überhaupt nicht sich begegnet werden, weil sie nämlich durch Zufallsauswahl zusammengekommen sind, ist der Versuch, genau diese Gemeinschaft zu stärken, die es unter Umständen in der Form durch diese große Segregierung und Vielfalt kaum noch gibt, ja, weil diese öffentlichen Räume eigentlich zerfallen sind oder so in der nicht mehr gegeben sind. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob es durch die Digitalisierung nicht verschärft wird, weil auch da sehen wir ja, dass eben Teilöffentlichkeiten sich bilden und gated, also Communities, die sozusagen sich auch abstoffen. Und die Frage ist auch da, aber das ist eine Frage, die eher Frau Kurz beantworten könnte, wie man ein Bürgerinternet schafft, wo eben das eben nicht vermachtet ist, sondern eben auch demokratisch gestaltet werden könnte. Das beantworten wir aber mitnichten. Aber wir kommen schon aus der Idee, dass es heute darum geht, eine Politik, also im Sinne von einer politischen Gemeinschaft auch neu sich zu überlegen und dafür einen Beitrag zu leisten, wenn wir sozusagen Zukunftsfragen auch angehen wollen. Und dann geht es natürlich auch um den Strukturwandel der Öffentlichkeit, welche Rolle spielen Medien heute? Denn die Frage ist auch, ob sie sozusagen nicht auch etwas Konstruktives mehr beitragen könnten. Und sie müssten sich ja auch ähnlich wie sozusagen die repräsentative Demokratie, im Grunde genommen haben sie eine ähnliche Krise, deswegen auch Lügenpresse, und müssten sich auch neu erfinden letztlich. Also auch da die Frage, welche Rolle spielen die Medien heute? Und aber auch die Frage der Rationalität noch ganz kurz. Denn ich denke, dass der Rechtspopulismus auch ein Körnchen Wahrheit hat, mit Emotionen zu spielen. Emotionen, die nicht unbedingt aufgefangen werden von Politik, die auf einer bestimmten Ebene versucht, alles zu versachlichen oder in Alternativlosigkeit sich zu bewegen. Und die Frage ist, wie können wir öffentliche Räume schaffen, wo den verschiedenen Wertevorstellungen Raum gegeben wird, auch Zukunftsvorstellungen, ruhig auch in der sozusagen Diversität, auch unter Umständen in der Konflikthaftigkeit und trotzdem eine Rationalität hinzubekommen, die keine versachlichte Verengung von Rationalität bedeutet, wie man das heute so gerne macht. Also neben Sie hatten sich noch zu Wort gemeldet und darf ich kurz die Leute nehmen, die sich noch nicht zu Wort, waren ja nicht noch mehr, die ich jetzt gerade übersehen hatte. Gut, dann
haben Sie das Wort und Sie wollten noch was sagen und nochmal Adrian Göhler. Ja, danke. Ich habe nochmal, was ich verstanden habe, dass diese Zukunftsräte über einen längeren Zeitraum arbeiten, dass der Unterschied darin liegt, dass sie nicht punktuell arbeiten. Und deswegen habe ich nochmal eine Frage zum Zeitpunkt. Also Endlagerung ist wieder das ganz große Beispiel. In dem Feld arbeite auch ich, wo wirklich über sehr lange Zeiträume gearbeitet wird. Zu welchem Zeitpunkt machen die oder in welchen Räumen macht der Zukunftsrat besonders Sinn? Ist es zu Zeitpunkten, wo die Bereitschaft zur Beteiligung noch nicht so groß ist? Also um Beteiligung zu kreieren, sozusagen in Momenten, wo noch die öffentliche Aufmerksamkeit noch nicht so da ist? Oder geht es eher um Kanalisierung zu Momenten, wo schon sehr viel Aufmerksamkeit auch da ist, um sozusagen noch eine vernünftige Stimme zu schaffen? Also welches Ziel hat es auch in den langen Zeitabläufen, die verschiedene Projekte heute ja haben? In welchen Zeitabläufen sind die besonders wichtig? Jetzt nehme ich die beiden Wortmeldungen noch dazu, auch wenn es nicht präzise passt, aber... Ich würde da gerne anknüpfen, weil Sie gesagt hatten, welche Zeiträume nehmen wir? Hinter mir kam ja auch die Frage der Zukunftsrat. Das ist ja jetzt was für die Zukunft. Und wenn Sie jetzt nehmen die Endlagerung, das finde ich ein schlechtes Beispiel, das ist ja nur noch Schadensbeseitigung. Da können wir ja nicht mehr die Zukunft in dem Sinne gestalten, sondern wir müssen ja jetzt etwas lösen. Und bei den Flüchtlingen, die Zukunftsgestaltung, da sind wir jetzt ja unmittelbar vor der Aufgabe, Inklusion zu lösen. Also wir haben ja gar keine Alternative mehr. Denn wenn ich jetzt mal sage, die Alternative Rückführung besteht ja nicht. Also wir können ja das auch nur noch managen und da für die Zukunft. Und darum ist ja der Punkt oft, dass man sagt, gibt es denn da überhaupt noch Alternativen? Also bei Zukunftsprojekten, wenn Sie sagen Essen, grüne Stadt, das wird man zum Beispiel im Zukunftsrat, das finde ich total interessant, wie das diskutiert würde, wenn jemand aus Essen-Rüttenscheid, aus Essen-Katernberg und vielleicht aus Essen-Bredeney zusammenkäme. Also die Wahl des Zukunftsthemen, das würde mich auch mal sehr interessieren, wie Sie das initiieren wollen oder da institutionalisieren wollen. Also Konsultativen brauchen Zeit und ich fürchte ja, dass das eines der großen Probleme ist, dass die wir zurzeit haben, dass wir einfach gar keine Zeit haben. Ich bin auch eine hochkritische Person, was das Ehrenamt anbelangt, weil wir auch wissen, dass es bestimmten Bevölkerungsschichten vorbehalten ist, das Ehrenamt. Ich will natürlich darauf hinaus, dass ich den allerersten Auftrag, das ist ein Wunschzettel an den Zukunftsrat, will ich mit dem Grundeinkommen. Ich will eine Diskussion über das Grundeinkommen haben, weil dann, glaube ich, können wir auch andere Formen des Demokratischen nochmal kultivieren. Wir können auch über Nachhaltigkeit ganz anders sprechen, weil wir eigentlich sowas wie eine Entschleunigung reinkriegen würden. Das fände ich eine ziemlich coole Mischung. Ich glaube, auf die Mischung kommt es an. Also ich versuche mal von vorne anzufangen. Worauf Sie ansprechen, ist das sogenannte Beteiligungsparadox. Das heißt, wenn man am Anfang Leute einlädt, sich zu beteiligen und die Leute noch keine sozusagen unmittelbare Gefahr, dass der Bagger rollt, sehen, haben sie keine Lust auf die Beteiligung. Wenn es dann soweit ist, ist es meistens zu spät. Das ist, worauf Sie ansprechen. Idealerweise ist es dann ehrlich gesagt zu spät, dass wenn, sagen wir mal, 16 Gemeinden in Deutschland für den Endlager zur Debatte stehen, dann anfangen, Leute zu beteiligen. Insofern wäre es sehr viel besser. Wir hätten schon Zukunftsräte, ein Netz von Zukunftsräten, die im Grunde genommen auch Vorstellungen ihrer Regionalentwicklung haben, weil darum geht es ja letztlich. Es geht ja auch um alternative Regionalentwicklung. Es geht ja nicht nur, ob wir das wollen oder nicht, sondern wie wir damit umgehen und was es eigentlich für die Bevölkerung heißt. Dann macht es Sinn. Ja? Und das bezieht sich auch auf Ihre Frage, weil letztlich ist es schon auch so, dass die dass man unterscheiden muss zwischen unmittelbaren Fragen, also der Flüchtlingsunterbringung jetzt ad hoc, und Fragen, die Herr Levy vorhin ansprach, die längerfristig sind. Was macht es demografisch mit einem Land und was heißt es eigentlich langfristig auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre? Und wie verhält sich sozusagen Ökologie und demografische Vielfalt und ähnliche Fragen, die eben nicht ad hoc zu lösen sind? Also die Vorstellung ist, dass man einen Zukunftsräte hat für längerfristige Fragen und zugleich
für kurzfristige Fragen, aber Verfahren, die eben, wie es jetzt im Bürgerrat in Vorarlberg, sich eher mit der Frage der Koordination von Zivilgesellschaft und dem Staat beschäftigt, wie wir mit Integration kurzfristig von Mitflüchtlingen zu verfahren haben und können. Ja, also was man darauf nur antworten kann, auf die Überlegungen, die sind ja ganz wichtig für die Konkretisierung dieser Blaupause, ist, dass es sehr unterschiedliche Zeithorizonte gibt. Das ist aber etwas, was das Parlament oder andere Formen der Politik auch immer schon gehabt hat. Parlamente haben so ihre Legislaturperioden und sollen sich gleichzeitig mit Infrastrukturprojekten wie zum Beispiel der zivilen Nutzung der Atomenergie beschäftigen, die wirklich für Millionen Jahre buchstäblich eine Rolle spielen. Das ist jetzt sozusagen nichts Ungewöhnliches für die. Und den Kairos zu finden, ist wahrscheinlich in der Politik immer die entscheidende Frage. Man hat Glück, wenn man einen Moment erwischt, wo die Dinge noch nicht zu stark befestigt sind, aber auch nicht völlig im Fluss sind, sodass man sagt, das ist mir jetzt mal völlig egal. Das betrifft auch die Themenfindung. Ich glaube schon, dass man in der öffentlichen Debatte im Moment, sagen wir mal, 9 bis 12, irgendwie ist jetzt völlig gegriffen, Frau Göhler, also irgendwie Themen finden könnte, die relevant sind. Und das würde jeder Stadt, jedem Stadtteil, jeder Region gut tun, die nicht sozusagen vorzuschreiben, sondern nahezulegen und einem Zukunftsrat sozusagen zu überlassen, welches Thema gefunden werden wird. Ich finde die Themen auch sehr interessant. Ich glaube nicht, dass wir, um auf Ihre Frage noch zu antworten, sozusagen in bestimmten Fragen, die bereits gegessen sind, für den Zukunftsrat keine Rolle mehr finden. Also die Flüchtlingsfrage, wenn es darum geht, Rückführung oder Hierlassen, okay, das ist etwas, was ein Flüchtlingsrat nicht beschäftigt, aber die Raumplanung eines Gebiets, ja, auch gerade mit, wo Sie zuletzt beschrieben haben, mit sozialen Diskrepanzen, ja, wie Sie es an den 3 Stadtteilen von Essen, Sie kennen sich wahnsinnig gut aus, da wo ich arbeite und lebe, das gefällt mir, ja. Wenn man das zusammenbringt, dann ist da viel Zukunftsmusik auch drin, ja. Es ist zum Beispiel so, dass die Stadt Essen wie von einem Dogma ausgegangen ist, dass sie schrumpft. Das hat sie auch seit den 70er Jahren, seit dem Strukturwandel getan, und im Moment schrumpft die Stadt eben überhaupt nicht mehr, sondern sie wächst, und zwar ziemlich rasant. Und das sind Herausforderungen, ja, mit der sich ja nicht nur eine Stadtverwaltung beschäftigen muss. Das ändert ja sozusagen die, wenn Sie wollen, den Aggregatzustand einer ganzen Stadtgesellschaft. Machen wir hier zu, ja, weil RWE keine Dividende mehr ausschüttet, oder machen wir hier irgendwie weiter? Ja? Ja, genau. So, also mit anderen Worten, alles wichtige Bedenken muss ein Zukunftsrat immer auch mitbedenken. Er hat überhaupt nicht die Zeit, so viel Reflexionszeit, bevor er dann loslegt. Man wird so Kompromisse machen müssen. Mit der End- oder Beschleunigung, in der wir leben, das ist ein unglaubliches Paradox. Also wir müssen, um zum Beispiel diese Klimaziele erreichen zu können, müssen wir wahnsinnig auf die Tube drücken, damit wir es überhaupt noch hinkriegen. Und das müssen wir in Verfahren tun, die entschleunigt sind. Das ist die Quadratur des Zirkels. Aber das ist unsere Lage. Dafür habe ich natürlich kein Rezept, aber darüber müssen wir uns klar werden, dass auf der einen Seite wahnsinnige Pace gemacht werden muss, um das überhaupt irgendwie zu wuppen. Wir wollen nämlich keine Welt hinterlassen, in der gar nichts mehr zu ändern ist, in der dann wirklich alles schon feststeht, mehr oder weniger. Aber wir wollen gleichzeitig das nicht in den hektischen Verfahren tun, in denen wir im Moment sind, wo gewissermaßen von Quartalsbilanz zu nächster demoskopischer Umfrage gewissermaßen die Themen gesetzt werden. Und das ist eigentlich das Geheimnis für eine, für eine alternative demokratische Politik im Moment, die Dinge transparenter zu machen, zusammen zu denken und dann vielleicht auch Formate zu finden, in denen man das ausagieren kann. Wird natürlich nicht dadurch einfacher, dass an den Börsen das Geschehen inzwischen durch Algorithmen entschieden wird, die wahrscheinlich gar niemand steuert, je nachdem. Man kann doch nicht mal auf den Crash hoffen. Wenn das alles zusammenbricht, ist ja noch schlimmer. Nein, das wollen wir gar nicht hoffen. Jetzt haben wir hier noch eine Wortmeldung und noch eine. Ja, hier war jetzt viel von Essen und von Gießen die Rede. Das bringt mich einfach doch auf, also das macht mich einfach jetzt doch noch neugierig, dass Sie doch kurz etwas dazu sagen, was Sie mit der transnationalen Ebene meinen. Also wie man sich das vorstellen kann und ob das über Europa hinaus gedacht werden kann. Gesagt. Sollen wir zusammennehmen? Ja, gerne. Das war die Frage nach der transnationalen Dimension des Vorschlags und dahinter. Ich wäre jetzt an der Zeitgeschichte dran geblieben. Da ist meine Frage,
Und ich, vielleicht war das auch so was ein bisschen was Unterschwelliges, was der Lammert heute so nicht artikuliert hat, aber so als Befürchtung im Hinterkopf hat, wenn dieser Zukunftsrat sich mit, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mit diesen weichenstellenden, langfristigen, hehren, charmanten Themen befassen kann, wie Grundeinkommen und so, wo wirklich irgendwie Zukunft entschieden wird. Und Atokismus, sagten Sie vorhin von uns, und der ganze ja, Alltagsgeschäft, so Entscheidungen, was sofort zu treffen ist und irgendwie hektisch und unbeliebt vielleicht, bleibt für die bestehenden Gewalten. Vielleicht war das sein Ding. Und da frage ich mich natürlich, wenn man in den Zukunftsrat diese ganzen tollen Themen packt das Alltagsgeschäft da und man das ja verkoppeln will, man ja eigentlich in dem Zukunftsrat eine gute Entscheidungsgrundlage, eine fundierte, intensiv diskutierte Geschichte, die man dann da verbindlich hingibt und die müssen reagieren, wie das dann überhaupt mit diesen verschiedenen Timings und so weiter tatsächlich gekoppelt werden kann. Ich fange mal mit der transnationalen Demokratie an. 2005, als die große Legitimationskrise der Europäischen Union war, hat man angefangen, durch ein Kommunikationskonzept einer schwedischen Kommissarin verschiedene sogenannte Dialoge D zu machen. Und insgesamt haben eben 100.000 Bürger da transnationale Dialoge, Konferenzen zu Fragen der europäischen Wirtschaftspolitik, europäischen Energiepolitik etc. Diskutiert, teilweise mit Übersetzer, teilweise auf Englisch. Die Ergebnisse waren mehr oder weniger gut. Die Leute waren sehr zufrieden, aber waren sehr unzufrieden mit der Tatsache, dass mit den Ergebnissen nichts passiert ist. Also man konnte feststellen, dass ihre Einstellung eher pro-europäisch war, dass ihre Meinung und Vorstellungen sich geändert haben durch die Diskussion mit Bürgern aus anderen Ländern, aber dass eben letztlich das Parlament und aber auch die Kommission mit den Ergebnissen nichts angefangen hat. Das Ganze ist eingestampft worden von heute auf morgen durch die Bürgerinitiative, also die europäische, das heißt durch eine direkt demokratische Abstimmungsmöglichkeit, die es natürlich eher starken Interessensgruppen ermöglicht, Leute innerhalb von kurzer Zeit zu mobilisieren. Man braucht 1 Million Unterschriften in mindestens 7 Ländern. Und dadurch ist sozusagen genau diese Dialogfähigkeit und die Verfahren eben eingestellt worden. Und unserer Meinung nach bedarf es eben auf jeden Fall in Zukunft auch sowas wie in einer europäischen Öffentlichkeit, die man bestimmt durch Zukunftsräte nicht herstellen kann. Aber es ist zumindest der Versuch, eben transnational solche öffentlichen Räume überhaupt erstmal herzustellen. Ja? Und in der Tat, und das berührt auch die Frage von Ihnen, geht es ja schon auch darum, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, welche Ziele wir eigentlich hier verfolgen. Und da gibt es natürlich eine Verkopplung. Es ist schwierig, sozusagen in den verschiedenen Zeitregimen hinzubekommen. Aber es braucht natürlich auch eine Richtung. Und manchmal ist es so, dass diese Ad-hoc-Politik, die wir heute betreiben, sozusagen einfach nur die Probleme von heute lösen und nicht genau sagen, was eigentlich unsere Ziele sind. Und ich glaube, diese Verkopplung müssen wir einfach herstellen. Und das ist der Versuch, durch die Konsultative genau das zu machen. Gibt es dazu noch einen zusammenfassenden Kommentar? Ich bin ja ein Anhänger von Checks and Balances. Zwischen den Gewalten müssen immer diese Aushandlungsprozesse einsetzen. Und wenn da ein bisschen Wettbewerb ist, prima. Genau, ne? Ich würde sagen, herzliche Einladung, das Buch zu lesen und das alles nochmal genauer anzugucken. Interessanterweise ist im letzten Kapitel auch die transnationale Ebene wirklich ziemlich mutig beschrieben, finde ich. Ich hätte auch nochmal danach gefragt. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, die ganzen Anregungen kommen auf jeden Fall in die große Schatz- und Werkzeugkiste der gesprächsbezogenen Innovationen, in denen wir nachdenken, wenn wir über eine Stabilisierung von liberalen Demokratien nachdenken, und zwar sowohl in ihrem traditionellen nationalen Rahmen als auch in dem so wahnsinnig stabilisierungsbedürftigen europäischen Rahmen. Drüber rausgehen wir jetzt mal noch nicht, wenn wir soweit wären, wären wir schon richtig gut. Also ich würde schon auch sagen,
wir müssen das Ganze in den Rahmen stellen, dass wir doch sehen, dass allerhand in Bewegung ist in diesem Bereich. Und ich bin da durchaus optimistisch. Es sind viele Städte und Kommunen an den Start gegangen, neu darüber nachzudenken, wie sie wie Bevölkerung, Wohnbevölkerung ins Gespräch kommt, jenseits von bloßen Abstimmungsritualen. Es ist sehr viel in Bewegung, was das bedeutet, wie man repräsentative Funktionen, Ämter, Mandate und so weiter zusammenbringt mit deliberativen Instrumenten und welche Rolle das direktdemokratische Instrument dabei spielt. Das sind auch viele Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht worden und selbst der wirklich starke und wirklich wichtige Lobbyverein Mehr Demokratie e.V., dem die Republik ja viel zu verdanken hat, hat inzwischen eine Arbeitsgruppe zum Thema direkte Demokratie im Verhältnis zur Bürgerbeteiligung. Also das ist jetzt nicht mehr einfach alles Teufelszeug, sondern da entsteht auch innerhalb der aktivistischen Szene ein starkes Bewusstsein dafür, dass die Instrumente vielfältig sind, die da miteinander zusammenwirken müssen, wenn wir die liberalen Demokratien stabilisieren wollen. Und ein letzter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, ich denke, dass wir auch nochmal künftig stärker darüber nachdenken müssen, wie die Beteiligungsorte zu den Leuten zurückkehren. Ihr habt da jetzt auch schon vieles dazu gesagt. Das finde ich sehr gut, dieses Politik ist lokal zusammenzubringen mit globalen Perspektiven. Ja, aber wir haben natürlich auch dieses Problem, was wir im Zusammenhang mit rückläufigen Wahlbeteiligungen in den letzten Jahren immer thematisiert haben. Mit jeder Gebietsreform ziehen die Ämter wieder weiter von den Leuten weg. Und die Frage, wie man die Entscheidungskompetenzen den Leuten tatsächlich auch zurückgibt in die Regionen, in denen sie leben. Das sieht ja im Osten in vielen Bereichen so ähnlich aus wie im Saarland oder in der Heide oder so. Muss man sich nichts vormachen. Da muss man sich wirklich als Kommune auf den Weg machen und die demokratischen Kompetenzen mit Fantasie zurücktragen ins Volk, sozusagen pathetisch zu sprechen. In diesen großen Schatzkasten gehören die Vorschläge, die in der Konsultative entwickelt worden sind, und herzliche Einladung, das zu lesen. Neben den Materialien und diesem Buch vom Wagenbach Verlag liegen auch noch ein paar Sachen, die wir hier in der Böll Stiftung erarbeitet haben, zum Beispiel im Zusammenhang der Kollaboration zwischen bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. Und unsere neueste Publikation beschäftigt sich damit, wo Landespolitik eigentlich sich ein bisschen mehr anstrengen könnte, innovativ Rahmen zu setzen für demokratische Innovationen. Denn die Grünen sind ja noch in neuen Landesregierungen vertreten, muss man jetzt nach dem letzten Sonntag neu rechnen und mal gucken. Aber das ist ein spannendes Thema in diesem Zusammenhang. Ihr braucht jetzt für die Konsultative den Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin, die damit mal an den Start geht und nicht nur einen Leitbildprozess aufsetzt, sondern sagt, wir versuchen jetzt mal, das als eine neue Form zu implementieren, und wir verfolgen das mit großem Interesse und Sympathie und hoffen das Beste. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir können auch noch, genau. Da draußen gibt es noch Brezeln und etwas zu trinken. Ich danke sehr herzlich fürs Interesse und danke euch beiden für das Buch und für den Abend. Dankeschön. Danke.